Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Episode mit dem Titel Auf ein Glas Wein mit Urban Tore Stargard begrüßen zu dürfen. Ja, wir bleiben noch beim großen Themenblock österreichischer Wein, biegen aber auf die Zielgerade ein und damit wird es allerhöchste Zeit, noch eine sehr wichtige Rebsorte im österreichischen Weinbau durchzusprechen, anzusprechen und zu verkosten. Und dabei kann natürlich nur die Rede vom Riesling sein. Und wer in Österreich Riesling sagt oder an Riesling denkt, der kommt unweigerlich an Urban Tore Stargard nicht vorbei. Und damit freue ich mich sehr, auch ihn für ein Interview gewinnen zu können. Und er hat uns auch 4 Weine mitgebracht. Ja, meine erste Begegnung mit Urban war auf der sagenumwobenen und schon mehrfach erwähnten Vivinum 2018, wo ich ihn auf seinem Stand besucht habe und schon im Vorfeld natürlich auch auf seine Weine gestoßen bin und habe mir auch vor ein paar Jahren schon 2 Flaschen Steinzeug, seine Ried-Cuvée quasi in den Keller gelegt, die noch ein bisschen reifen dürfen, bevor sie dann endlich geöffnet werden. Umso mehr freue ich mich eben mit Urban zu sprechen und eine Auswahl aus seinem Sortiment gemeinsam mit ihm verkosten zu dürfen. Urban und sein Lesehof, wie er ihn nennt, stammt aus Stein. Das liegt etwas westlich von Krems an der Donau. Also befinden wir uns noch in demselben Anbaugebiet wie in der letzten Episode, wo wir ja den grünen Veltliner von Salomon Undhof besprochen haben. Und damit runden wir die Besprechung des Anbaugebiets Kremstal ab und finden auch so langsam aber sicher auch das Ende zum österreichischen Wein. Ja, liebe Podcast-Hörer, wir wenden uns ja langsam dem Ende zu, was den österreichischen Wein angeht. Aber als Abschluss sozusagen freue ich mich, euch einen der bekanntesten Jungwinzer Österreichs vorstellen zu dürfen. Ich habe ihn schon kennengelernt 2018 auf der Vivinum, habe ich kurz seinen Stand besucht und war davon seinen Produkten sehr angetan. Umso mehr freue ich mich, euch Urban Tore Stargard vorstellen und begrüßen zu dürfen hier auf dieser Welle, weil meiner Erfahrung nach mittlerweile, wenn man in Österreich Riesling sagt, dann fällt sein Name eigentlich immer relativ schnell, weil er, denke ich, den österreichischen Riesling auf ein ganz neues Qualitätsniveau gehoben hat. Und umso besser, gerade als Deutscher, ist es natürlich toll, auch dann mal mit einem Österreicher über Riesling sprechen zu dürfen. Und damit begrüße dich ganz herzlich, Urban Tore Stargard. Grüß dich. Ja, hey Florian. Vielen Servus. Dank für die Möglichkeit. Ja, ich bedanke mich als allererstes für deine großzügige Unterstützung des Podcasts. Du hast mir ja 6 leckere Weine zugeschickt. Davon werden wir 4 im Ende der Sendung probieren und da geht es eben dann hauptsächlich um Riesling. Aber als erstes würde ich sagen, fangen wir vielleicht mit dir an und mit deinem Namen. Und da scheitern ja der ein oder andere schon aus der richtigen Aussprache. Ich hoffe, ich habe es richtig hinbekommen, weil das A mit dem Kringel kennt man höchstens aus der IKEA-Werbung. Und ich glaube, das ist auch schon die Richtung, wo der Name herkommt, oder? Ja, stimmt. Ich bin ja Halbschwede. Also da kann ich gleich zu meiner Person was dazu sagen. Ja, ich bin der Urban, der Schutzpatron der Winzer, ist ja der heilige Urban und ich bin ja in Schweden geboren, weil meine Mutter hat sich in einen Schweden verliebt oder der Schwede hat sich in die Winzerin verliebt, weil da kommt man ja günstiger zum Wein. Sehr gute Strategie. als Turbinenbauingenieur hat er hier halt ein Kraftwerk mit aufgebaut und ich glaube, da war auch der Wein ein bisschen schuld, dass sie sich dann verliebt haben. Und somit bin ich halt in Schweden geboren und mein Bruder und deswegen bin ich jetzt Halbschwede und habe diesen wunderschönen Nachnamen bekommen.
Genau, und das A mit dem Kringel obendrauf spricht man dann als O quasi, ne? Genau, richtig. Ja. Also wenn ich es jetzt auf Deutsch sage, hört sich komisch an, als wenn ich es in einen schwedischen Satz einbaue. Weil da tue ich mir leichter. Aber ich denke mal, in vielen Erstkontakt zumindest werden die Leute dich ja wahrscheinlich dann das ziemlich eingedeutscht aussprechen. Ja. Ich mache das ja auch selber. Also ich sage entweder Stargard oder Stargard. Ja, Stargard wäre es halt dann das Richtige. Ja. Super. Das heißt, deine Familie, zumindest mütterlicherseits, ist schon lange in der Weinwelt, im Weinanbau letzten Endes beheimatet wahrscheinlich, ne? Ja, also meine Frau und ich sind jetzt die 10. Generation wow. in der Familie. Aber das Weingut, so wo wir jetzt wohnen und werken, gibt es schon noch ein paar hundert Jahre länger. Ja. Wahnsinn. Aber das erzähle ich euch dann gleich. Vielleicht ganz kurz, um dich ein bisschen geografisch auch einordnen zu können. Du bist ja in dem Anbaugebiet, was wir in der letzten Podcast-Ausgabe mit dem Grünen Veltliner schon angesprochen haben, nämlich im Kremstal. Ne? Und der Hauptort, glaube ich, ist Krems selber. Wenn man jetzt nicht Österreich so genau kennt, wo ist es? Also es liegt an der Donau logischerweise, ganz klar. Aber so ganz grob, wenn man zwischen Linz und Wien sagt, trifft man dann ungefähr da? Nicht ganz in der Mitte, aber es ist jetzt ungefähr eine Stunde von Wien entfernt, also westlich von Wien entfernt, direkt an der Donau. Von Linz sind es dann 1,5 Stunden, kann man sagen. Okay. Ja. Also ja. Es geht eigentlich recht flott, dass man bei uns ist, in Krems. Ja. Ja. Wenn man mit dem Schiff kommt. Weil ich glaube, ich kann mich an die Donau-Kreuzfahrt erinnern. Ich glaube, in Krems, da haltet ihr auch jedes Ausflugsbuch. Ne? Wahnsinn. Also vor Corona war da ständig am Tag 3, 4 Schiffe, 5 manchmal. Jetzt zum Beispiel seit einer Woche fahren auch wieder welche. Also ich habe jetzt 2 oder 3 schon gesehen. Jetzt geht schon wieder los. Ja. Ja, auch zum Glück muss man ja fast sagen. Da freut man sich auch, dass man mal wieder unter die Leute kommt. Wie war es denn für dich dann, wenn du sagst 10. Generation? Ist ja immer spannend, weil ich sage mal, vor 200 Jahren war das vielleicht noch selbstverständlicher, dass die Berufe in der Familie geblieben sind und an die Kinder vererbt worden sind. Ist vielleicht heutzutage nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, aber bist du da quasi schon mit der Muttermilch reingewachsen? War es für dich schon immer klar, dass du dann auch Winzer wirst oder war das erst der zweite Gedanke? Ich glaube, das war erst der 5., 6. Gedanke. Ah, okay. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe überhaupt keine Lust irgendwie gehabt, Winzer zu werden in meiner Kindheit oder Jugend. Vielleicht liegt es an dem, dass meine Eltern das uns irgendwie nicht so positiv weitergegeben haben. Also dieser Podcast soll ja auch nutzen, damit man ein bisschen mehr über mich erfährt und was passiert ist in den letzten 20 Jahren. Also mein Großvater wollte zwar, dass meine Mutter zurückkommt, aber anscheinend nicht mit dem Schweden. Deswegen hatte mein Vater, wie er den Betrieb mit meiner Mutter damals 1985 übernommen hat, absolut keine Hilfe. Und er musste das dann selber sich anlernen. Also trotz, dass er nicht Deutsch konnte, hat er das dann sich bemüht, und Deutsch zu lernen, und hat dann doch nebenbei die Schule besucht, dass er hier ein bisschen was mitbekommt, wie man Wein macht. Ja. Aber ja, sie haben den Betrieb jetzt so gut es ging geführt. Es hätte natürlich besser gehen können, aber da kommt wahrscheinlich ein bisschen die schwedische Mentalität dazu. Ah, das machen wir schon, das wird schon irgendwie funktionieren. Also so ist es bei uns in der Familie jedenfalls, in der schwedischen. Genau, und ja, somit haben sie dann bis 2008 den Betrieb geleitet. Okay, und dann bist du 2008 dann eingestiegen. Genau, 2008 musste ich übernehmen, also 2005 habe ich den Betrieb auf biologischen Weinbau umgestellt, also da waren nur mehr 4,5 Hektar hier, und dann 2008 musste ich den Betrieb übernehmen, weil sonst hätte eine Bank das Haus sich gekrallt, und da wurde halt sehr schnell umgeschuldet, und dann musste ich halt den Betrieb übernehmen. Ja. Okay, also war es dann letzten Endes gar nicht so freiwillig,
Freiwillig, ich schon irgendwie, weil ich bin ein extremer Mensch und ich wollte das dann machen, weil das ist die Geschichte dazu. Ich bin ja ich habe mir zwischen 2000 und 2006 habe ich in Wien gelebt und habe auch bei meinem Cousin 3 Jahre gearbeitet auf dem Bau und habe dort arbeiten gelernt, Geld verdient und war ich da spannende, schöne Zeit. Und habe da mir da einmal die Bänder dann gerissen auf einer Baustelle und habe dann bin dann 2 Wochen im Bett gelegen und irgendwann bin ich munter geworden und habe gesagt, aus jetzt, ich werde jetzt Winzer und ich werde meine Schulzeit irgendwie nachlernen. Und ja, somit habe ich dann Sommelier-Ausbildung gemacht, die Weinakademie begonnen und habe dann 2 Jahre auch bei einer großen Vinothekskette in Österreich gearbeitet und habe dann wieder ein bisschen Fuß fassen können in die ganze Materie. Ja. Okay. Aber ja, jetzt sitze ich da und habe eine Riesenfreude damit und bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ja, was ich immer sage, also was durch meine Erfahrung, durch das Praktikum, was ich 2012, glaube ich, gemacht habe, ist auch schon wieder elendig lang her, aber sage ich mal, Wein ist ja oft so ein bisschen romantisch verklärt auf der Konsumerseite, aber die Produktionsseite ist halt schon echt ein hartes Geschäft, sehr risikobehaftet allein durchs Wetter und es ist einfach halt eine ganz schöne Knochenarbeit, wenn man eben viel mit der Hand machen möchte oder muss, wenn es die Topografie nicht anders hergibt. Und das ist alles andere als easy peasy, ne? Da ist schon beachtenswert und ich finde auch, das kommt auch oft in so Weinkritiken, gerade wenn sie ein bisschen schlechter ausfallen, oft nicht angemessen rüber, dass man einfach schon einen gewissen Respekt für das Produkt oder auch gerade für die Arbeit der Menschen halt damit reinbringen soll, weil wir hocken hier im Warmen, also mit mir meine ich jetzt uns Weinprofis, hocken da am runden Tisch, es ist warm und zerfetzen dann irgendwie den einen oder anderen Wein und letzten Endes muss man halt sagen, zumindest habe ich so dort kennengelernt, ist es halt der Broterwerb, davon müssen Familien ernährt werden, der Betrieb muss am Laufen gehalten werden. Und da geht es nicht immer nur darum, alles maximale Ertragsbegrenzung und Pipapo, sondern da geht es auch ein bisschen ein Stück weit um die Betriebswirtschaft. Und das wird oft vergessen irgendwie. Ne? Ja. Und nicht vergessen, du hast auch Mitarbeiter. Also in der Größe, wo wir hat man Mitarbeiter und die sollen natürlich auch leben können und nicht ausgebeutet werden. Ne? Ja, genau. Jetzt war es aber dann bei dir schon so, du hast von Anfang an dann gleich auf die Öko-Schiene, wenn man es jetzt so ein bisschen abfällig vielleicht mag. Es war dir von Anfang an klar, dass das ein Trend sein wird, der sich verstärken wird? Ob es mal klar war, weiß ich gar nicht. Also dadurch, ich ja bei dieser Vinothek gearbeitet habe in Wien und super Kollegen gehabt habe, habe ich und wir waren, wie viele Produkte? Über 2000 Produkte. Und die, sagen wir, Großteil der Mitarbeiter und Kollegen, die waren halt sehr auf Bio auch und biodynamische Weine. Und da bin ich eigentlich da so richtig reingerutscht und da habe ich schon gemerkt, der schmeckt schon besser, also und es hat schon mehr Pfiff als das ganze andere, was so produziert ist, weil da zu der Zeit kam das ja auch auf, dass die Weine alle sehr fruchtig sein sollen. Grüner Veltliner schmeckt dann auf einmal nach Sauvignon Blanc und das und dann probierst du einen Bio-Wein oder biodynamischen Wein, ist wurscht, von wo der herkommt. Und da merkst du schon halt, da ist so viel mehr Charakter dahinter. Und das war auch, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich dann wieder mit meinen Eltern spreche, und wir finden wieder zusammen, dann möchte ich den Betrieb biologisch führen. Ja, genau. Und da gab es auch das Glück, erinnere ich mich jetzt, wenn es gestern wäre, wenn du jetzt Bio-Winzer werden willst, dann sollst du oder musst du einen Bio-Zertifikatslehrgang besuchen. Und 2005 gab es den ersten in Österreich und das bei meiner alten Schule, wo ich eigentlich nur zu Besuch war. Die meiste Zeit war ich irgendwo anders unterwegs und nicht in der Schule. Und ich war der erste Winzer in Österreich, der sich da eingeschrieben hat. Und die Lehrer, die da in diesem Raum standen, die haben gesagt, aha, Herr Stager, dass wir Sie nochmal in dieser Schule sehen, wundert uns ja jetzt. Habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt ein bisschen reif und erwachsen geworden, jetzt hole ich die letzten 4 Jahre, wo ich da damals in der Schule war, hole jetzt nach. Ja, sehr gut.
Warst du da allein dann genau. drin gesessen? Nein, wir waren dann, wie viel waren wir da? 12 Winzer, 13 Winzer. Und das Schöne ist, von diesen 13, 14 Winzer, die mehr dann sind aus der Gegend, du hattest ja schon mal Hager Matthias dazu dabei. Ja, genau, ja. Hager Matthias, seitdem, wir haben den Kurs miteinander besucht, dann gibt es noch den Strohmanfred, der ist ein Nachbarort vom, die ist im selben Ort wie der Matthias. Und da gibt es noch einen Eisenbock, der ist aber jetzt kein Winzer mehr. Und da ist eine richtige Freundschaft entstanden. Und der Zöller Alex, genau. Aus dem Kremsal. Das ist eine richtige Freundschaft seitdem entstanden. Und wir haben uns da wirklich die ersten Jahre uns gegenseitig geholfen, wo wir auch nicht so erfolgreich waren und nicht so den Druck gehabt haben mit dem Vertrieb und so Sachen. Und haben uns regelmäßig getroffen und einen Stammtisch gemacht und haben auch wieder Weine aus der ganzen Welt probiert. Also ja, das war ein schöner Abschnitt. Das Interview mit Matthias Hager, das war WVLG 40 vom 27.03. dieses Jahr und die Weine, ich glaube, es war ja Kamptal, ne? Ist das ja wo? Mollands, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Genau. Ja. Und auch ganz faszinierende Weine, die mich sehr angesprochen haben. Du bist jetzt aber quasi den Schritt noch weitergegangen, wenn ich jetzt das auf eurem Flyer sehe, ihr seid jetzt auch Demeter-Mitglied. Genau, wir sind jetzt seit letztem Jahr der Demeter-Mitglied. Wir müssen halt ein Jahr Umstellung machen, weil wir ja schon so lange Bio sind, geht das halt rasch schneller und somit ist jetzt die Ernte 21 dann Demeter zertifiziert. Mhm. Genau, weil ja wir hatten jetzt viel Zeit zum Überlegen, ein ganzes Jahr, wie geht's weiter, soll man so weiterarbeiten, wie man jetzt gibt. Die letzten Jahre gearbeitet haben oder ändern wir uns. Und ich finde so eine Phase oder so eine Zeit, was wir jetzt da haben, mit Krisen, so, das soll man auch gleich ausnutzen, um sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir haben gesagt, wir entwickeln uns weiter. Genau. Aber ich habe das vorher schon gemacht. Also die ersten Jahre bis 2010 habe ich zusammen mit Hager Matthias und mit dem Nikolaihof und so haben wir schon die biodynamischen Präparate auch eingesetzt bei uns im Betrieb, aber mit 2010 konnte ich 5 Hektar auf einmal übernehmen, pachten und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir uns überlegen, machen wir Demeter oder bleiben wir Bio und können uns vielleicht noch ein bisschen erweitern mit Zukäufen etc., was halt im Demeter-Bereich dann nicht so leicht möglich ist. Mhm. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mehr mit bei den Kollegen und machen weiter Bio. Mhm. Aber da es für dich ja von Anfang an wichtig war, ist das schon auch jetzt so eine Lebensstilfrage oder Weltanschauung oder Grundsatzphilosophie? Ja, also aus erster Linie ist ja da die Weinqualität und die Weingärten das Wichtigste für mich. Und man kann halt über Biodynamie, kann man eine schlechte Meinung haben oder gute Meinung. Ich sehe eher das Ganze und die Idee dahinter, dass man einfach mit dem Betrieb lebt und mit den Weingärten lebt und einfach nicht nur den Weingarten oder das Terroir als Kiste, wo ich immer nur raushole. Immer nur rausholen, sondern ich bin eher, und da schon immer, man soll auch wieder was zurückgeben und da finde ich halt die Biodynamie halt als besten Ansatz, wieder was zurückzugeben. Ja, also wir hatten ja biodynamische Weine als Thema auch schon in dem Podcast. Das war WVLG 25 schon vom April oder 25. April 20. Da ging es um Weine zwischen Mond und Horn, habe ich es genannt, die Folge. Also grundsätzlich finde ich den Ansatz total super. Mir ist, sage ich mal, der ideologische Überbau ein bisschen fremd, sage ich mal so. Also da fehlt mir irgendwie ein bisschen der Zugang. Aber die Philosophie, die dahinter steckt, dass das Ganze halt ein Kreislauf ist und nicht ein Selbstbedienungsladen, das ist ja völlig zu unterstützen. Und alles ist besser, sage ich mal, als wie der konventionelle Anbau. Und was ich jetzt auch festgestellt habe, ist eindeutig jetzt im Rahmen des Podcasts, dass biologisch arbeitende Winzer oder biodynamisch arbeitende Winzer und deren Produkte viel mehr Raum jetzt hier auch eingenommen haben, wie es eigentlich ursprünglich geplant war. Was für mich einfach das Zeichen war, okay, das ist schon nicht jetzt nur mehr eine Nische, sondern es ist schon ein Trend, der immer breiter wird und die Notwendigkeit des Umdenkens einfach bei immer mehr Leuten stattfindet, ne?
was einfach total toll ist. Richtig. Ja. Genau. Und du hast es schon jetzt im Nebensatz angesprochen. Ich habe dich ja auch wirklich aus einem sehr zurückhaltenden und bescheidenen Menschen kennengelernt. Aber du hast jetzt die Qualität schon mal reingebracht, dass für dich ja die Demeter-Zertifizierung oder das biodynamische Arbeiten für dich auch ein Qualitätskriterium ist. Und es schlägt sich natürlich auch in den Prämierungen deiner Weine nieder, ja, was dir dann letzten Endes auch auf einer ganz anderen Art und Weise nochmal Bestätigung gibt. Und ich habe es jetzt nur am Rande mit einem Auge in meiner Timeline auf Facebook gesehen. Ihr habt ja jetzt eine sehr, sehr hohe Auszeichnung vor kurzem bekommen. Vielleicht magst du das mit Widerwillen ein bisschen noch erzählen. Ja, ich habe es selber erst kurz erfahren von der Dominique. Also sie schickt mir das, wie ich in den Keller arbeite, ein E-Mail von unserem Händler in Amerika. Und wir waren schon mal Wein der Woche bei Wine and Spirits. Das ist ja dieses bekannte Weinmagazin, also oder Getränkemagazin, wie man es halt nehmen will. Ja. Und die machen jedes Jahr die 100 besten Weingüter der Welt. Und ja, ohne dass wir das gewusst haben, sind wir da jetzt unter den 100 besten Weingütern aus dem Jahre 2021. Also ja. Da kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich jetzt davon erzähle. Das ist schon mal, sagen wir mal, ein Dankeschön für das, was wir leisten. Ja, Dankeschön ist sicherlich untertrieben. Also ich denke, das kann man schon als Ritterschlag verstehen, dass man in diesen großen Magazinen da mal an so prominenter Stelle erwähnt wird, weil es ja wirklich, ich meine, es sind ja jetzt Magazine und ich zum Beispiel habe ja auch an der Stelle und auch in meinen Online-Weinkursen ja schon erwähnt, Wine Spectator, wo ich mich ganz gerne auch inspirieren lasse durch die Top 100, die da immer im Dezember dann veröffentlicht werden. Und diese Magazine schauen sich ja die ganze Welt an. Und da ist Österreich ja jetzt eh schon die Supernische aus der US-Perspektive quasi. Und da dann noch dazu, weil es ja hier auch in Österreich auch sehr, sehr viele Betriebe gibt, und da trotzdem dann noch herauszustechen, das ist sicherlich eine ganz große Auszeichnung und die kommt auch nicht von ungefähr. Ne? Da muss man schon was dafür machen und leisten, dass man da drin landet. Ja, aber ich arbeite nicht dorthin. Also ich selber möchte jetzt da nicht, ich arbeite einfach nur, dass ihr den besten Wein bekommt und nicht, dass ihr jetzt da für jeden Wein tolle Bewertungen kriegt, weil wenn ich mich da auf das konzentriere, dann vergesse ich alles rundherum und es ist schön, das zu bekommen, natürlich, es hilft auch im Verkauf. Amerika ist eh nicht so unser Haupt- oder großer Markt, aber das kann schon wieder ein bisschen uns einen Kick geben da drüben. Definitiv, ja. Aber es ist ja nicht nur das US-Magazin. Ja, ich meine, der Falstaff lobt euch ja auch jedes Jahr mit einem großen Teil eures Sortiments werdet ihr ja damit 90 plus, manchmal über 95 ja sogar geratet. Also ich denke, das ist ja schon eine einhellige Meinung und da geht es natürlich jetzt nicht darum, ob der eine sagt, es sind 97 und der andere sind 95 Punkte oder was immer auch dafür eine Matrix herangezogen wird, sondern da geht es ja um den Grundtenor, dass es hier einfach sich um absolute Spitzenerzeugnisse in ihrer Kategorie halt handelt und das, denke ich, sieht Falstaff so, das sehen andere so und letzten Endes ist das der Grund, warum wir uns heute auch besprechen. Was mich jetzt noch an der Stelle kurz interessieren würde, weil du sagst Amerika und das ist in dem Gespräch, was ich mit Gerhard Retter zusammen gemacht hatte, da ging es auch so ein bisschen Österreich auf dem Weltmarkt. Euer Händler in Amerika, kauft er dann eure Rieslinge oder euren grünen Veltliner eher? Also er kauft einen Veltliner und ist auf dem Basis-Riesling, also ab Handwerk-Riesling kauft er alle Rieslinge. Ja. Ah ja, okay. Genau. Krass. Also da unsere Weine stehen da schon anscheinend in sehr guten Häusern. Ja, und Restaurants. Nee, weil wir es hatten, dass halt Österreich von sich selber nicht ganz zu Unrecht, sie können in Anführungszeichen alles, aber in der öffentlichen Wahrnehmung kristallisiert sich halt immer ein Steckenpferd heraus. Ja. Und wenn man halt Österreich sagt, gerade im Weißweinbereich, denkt man natürlich in erster Linie an grüner Veltliner und
war berufsbedingt ja viel in Amerika und vor allem an der Westküste. Wenn man da in Restaurants halt österreichischen Wein überhaupt findet, dann ist es, würde ich sagen, zu 90% sicherlich grüner Veltliner. Deswegen finde ich es jetzt spannend, dass der aber dann trotzdem auch eben keinen deutschen, vielleicht kauft er auch deutschen Riesling, aber er kauft auch österreichischen Riesling. Ne? Hat auch deutsche Freunde von mir auch gelistet, genau. Ja, aber das ist halt so passiert, weil wir Riesling lieben und sagen wir, wir leben Riesling. Und unser Betrieb ist ja jetzt schon auf 63% Rieslinganteil gewachsen. Und was andere 63% grüne Veltliner haben, haben wir das in Riesling. Und ich glaube, wenn man das so anschaut, sind wir eigentlich das größte Rieslingweingut Österreichs. Also jetzt prozentuell gesehen zu der Fläche, was wir bewirtschaften. Und Riesling ist mein Leben. Und grüner Veltliner gehört so dazu. Muss man auch als österreichischer Winzer machen. aber ich habe mich auch die letzten Jahre schon ein bisschen mit dem grünen Veltliner mich angefreundet. Ja. Bevor wir noch auf deinen Weingut und eure Produkte eingehen, noch vielleicht ein aktueller Hinweis, was mich sehr gefreut hat. Und zwar geht's, was wir ja auch schon thematisiert haben in der letzten Folge wieder, ging es um die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo ich ja auch nochmal den Spendenaufruf wiederholt habe für die Spendenaktion oder Spendenprojekt vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, VDP. VDP Adler hilft, wo es eben um eine Spendenaktion ging, aber was wirklich toll zu beobachten war, die Solidarität unter den Winzern ist ausgesprochen groß, überraschend groß, hat vielleicht keiner gedacht. Und was ich eben auch sehr, sehr toll fand und respektabel fand, dass eben auch österreichische Winzer, und dazu zählst du eben auch, mitgeholfen haben und Weine gespendet haben und den Erlös soll dann eben den Opfern im Ahrtal zugutekommen. Und ich denke, da kann man mal aus Deutscher durchaus ein Danke nach Österreich schicken. Aber vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, was die Spendenaktion im Detail war. Also wie wir die Katastrophe gesehen haben, das ist unglaublich. Also ich kann es noch immer nicht vorstellen. Ich verfolge immer den Markus, wie heißt er, der Lohnarbeiten eigentlich in Deutschland durchführt bei der Landwirtschaft, und der setzt sich richtig stark ein und jeden Tag 100.000 Live-Videos, und die schaue ich mir, wenn ich Zeit habe, dazwischen immer an. Und dann hat der Dirk, ich habe mir im Vorhinein nämlich schon gedacht, ich mache ein Riesling-Paket und verkaufe 100 Pakete, und das geht dann 1:1 an die VDP. Aber dann kam mir Dirk Würz vor und hat diese Aktion hochgerufen, und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir da mit, und haben dann 100, also 60 Flaschen waren bei jeder Winzer. Ich habe Dominik gesagt, du, mach mal 120. Ich kenne auch das Weingut Baltes recht gut, die hat es ja ganz schlimm erwischt. Ja. Und habe gesagt, da machen wir 120 Flaschen grüner Veltliner, weil wenn das Paket nach Deutschland geht, dann sollen sie auch einen guten grünen Veltliner bekommen. Ja. Und natürlich habe ich das auch natürlich gepostet, und das haben sicher hunderte Winzer auch gesehen, die das bisschen beobachten, was wir machen. Und somit ist das explodiert mit den Flaschen. Und da sage ich jetzt auch mal Danke. Sollte jemand zuhören von den Kollegen, super, dass ihr das für unsere Nachbarn mitmacht. Ja, 1A. Ja, also das lustigerweise, also in Anführungszeichen lustig, hat das Ahrtal in dem Themenblock Deutschland, wo wir hatten, auch eine sehr große Rolle gespielt. Ich hatte ja in einer Ausgabe, das war die WVLG 32, war Stefanie Kohl-Benzberg, die ehemalige Gebietsweinkönigin vom Ahrtal, bei mir hier zu Gast. Und Anfang Januar hatten wir dann ja die Winzerfamilie Körtgen aus dem Ahrtal hier. Und da geht dir das schon nochmal ein bisschen näher, wenn du die Leute halt mal kennengelernt hast, auch von denen du Produkte gesehen hast und probiert hast und dann auf Facebook verbunden bist. Und dann siehst du halt, oder sie schreiben es dann, unser Betrieb ist vollständig zerstört. Wahnsinn, ja, da läuft dir schon das kalte den Rücken runter. Das ist echt verrückt. Ich habe heute habe ich gelesen, es gibt ja 68 ansässige Weinbaubetriebe da, und 65 hat es komplett zerstört. Also das ist schon ein Wahnsinn. Ja. Also was diese 8,5 Meter Flut bewirkt hat, ist
Ja, Katastrophe. Kann man sich nicht vorstellen. Nee. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Und meine Angst ist ein bisschen, dass wenn die mediale Aufmerksamkeit nachlässt, dass auch das ganze Thema wieder hinten runterfällt, weil es dann wieder was Neues, Schlimmeres oder Interessanteres gibt. Aber das Ahrtal und auch letzten Endes die Winzerbetriebe wieder aufzubauen, das wird Jahre dauern. Und da muss man wahrscheinlich auch den Leuten so gut die überbordende Hilfe jetzt war im ersten Moment, aber ich hoffe sehr, dass da diese Spendenbereitschaft und Hilfsbereitschaft vielleicht auch mit Händen und Maschinen, ja, weil das ist ja das nächste Problem. Wir laufen jetzt langsam in die Erntephase rein. Viele Maschinen sind auch zerstört und das Einzige, was die Betriebe ja noch haben, sind eigentlich die Weingärten, weil die zum Glück ja weitestgehend verschont geblieben sind, aber die müssen natürlich jetzt gepflegt, vielleicht sogar noch gespritzt werden bei der Witterung und irgendwann geerntet werden, aber mit was und mit wem, ja, weil die Infrastruktur ist gar nicht mehr da, die Maschinenparks sind nicht mehr da und das wäre natürlich nochmal ganz verheerend, denke ich, wenn die jetzt dieses Jahr diese Ernte gar nicht mehr einbringen könnten, weil dann nicht nur die ganzen Läger kaputt sind, sondern auch, sage ich mal, die nächsten Jahre nicht mal mehr Produkte dastehen, diese laufen können. Ja, aber ich glaube, dass die ganzen Freunde und Kollegen in Deutschland, die werden schon sich was überlegen, wo sie zwischenlagern können oder das verarbeiten. Da bin ich. Also wenn bei uns die Ernte nicht so spät anfangen würde, also so spät, später als die letzten Jahre, dann habe ich schon überlegt gehabt, dass ich auch rausfahre und denen hilft bei der Ernte. Also, aber schauen wir mal, wie lange es bei uns dauert. Ja. Genau, super. Einlagern kann ich leider nichts von Ihnen, weil das glaube ich darf man nicht, dass ich jetzt der A-Weine jetzt bei mir im Keller produziere. Ja, ich glaube, der pure Lagerraum, da wird sich wahrscheinlich auch näher was finden lassen, aber die stehen jetzt schon vor ganz besonderen Herausforderungen und liebe Hörer an der Stelle, ich werde auch nochmal in dieser Ausgabe die Kontoverbindung für den Spendenaufruf vom VDP auch nochmal hier posten in den Shownotes. Also wer da nochmal einen ein oder anderen Euro spenden mag, kann oder, dann... Oder diese Sechserkiste von Solidarität, was Dirk Würz da ins Leben gerufen hat, das, wo oder wir auf, unser Wein dabei ist. Genau, oder auf dem Weg, das hilft natürlich auch sehr. Oder was ich mir auch vorstellen kann, wenn einer von euch in der Nähe wohnt, dass gerade jetzt dann zum Erntezeitpunkt vielleicht die ein oder andere helfende Hand da sicherlich gern gesehen ist. Da kann man sich vielleicht bei einem Winzer melden, wo man schon auch mal Kunde war. Gut, dann kommen wir zurück. Ist da immer ein schwieriger Themenwechsel, finde ich, nach so bedrückenden Bildern, die man da im Kopf hat. Aber kommen wir nochmal auf deinen Betrieb zurück. Du hast es ja schon anklingen lassen, dass ihr euch auf dem Riesling spezialisiert habt. War das vor dir auch schon so? Nein, also wie gesagt, die Eltern haben mit dem Betrieb so gut es ging geführt. Also es ist ja hier normal, dass so kleinere Betriebe einen Heurigen haben, dann dass sie, also Besenwirtschaft, wie das bei euch heißt, oder Buschenschenke. Und deswegen haben sie auch dann zusätzlich noch Trauben verkauft an die Winzergenossenschaft hier, Winzergenossenschaft Krems. Und selber hatten sie 4 Weine und sonst 2 Liter und 1 Liter Flaschen. Also zum Überleben zu wenig einfach gewesen. Und deswegen, wie ich dann übernommen habe, wir haben schon vor 2008 begonnen, das ein bisschen umstrukturieren. Also mit vielleicht noch ein grüner Veltliner dazu. Und dann, wie ich übernommen habe, haben wir dann einen Kehrschwenk gemacht und 180 Grad gleich alles geändert. Und also ich habe dann aufgehört mit Literflaschen, 2 Liter, weil wir hatten, glaube ich, dann nur mehr 5 Privatkunden. Und ich habe keine Lust gehabt, dass ich da jetzt wegen 2.000 Euro nach Tirol oder so fahre. Das bringt überhaupt nichts, da verfährst mehr. Und somit haben wir dann gleich mit dieser Sachen, diese Sachen beendet und haben uns dann gleich auf die Qualitätsweinschiene und 0,75 Liter Flaschen geschmissen. Und auch gleich die Kündigung bei der Winzerkrems geschickt, damit wir ihnen ja nicht mehr Trauben schicken müssen oder bringen müssen. Ja. Aber das heißt, du hast auch dann im Weinberg viel umgepflanzt, neu angebaut?
Wir hatten ja, also 4,5 Hektar habe ich übernommen, den Betrieb mit, also Flaschenverkauf waren 6.500, was ich jetzt im Kopf habe. Und wir haben aber dann die 4,5 Hektar haben wir halt mal umgestellt. Das war auch nicht so einfach, weil die Eltern haben halt die Weingärten, ich sag mal, wie ein Golfrasen behandelt. Also auch nichts gedüngt, einfach nur Gras gemäht und das war's. Und dementsprechend war auch die Weinqualität nicht so besonders. Und da musste ich schon eine Zeit und auch Geld investieren, damit wir zumindest diese 4,5 Hektar in Schwung bringen. Und dazu hatte ich auch einen Berater. Also mein bester Winzerfreund hier hat mir seinen Berater geschickt. Und der hat mir dann auch nochmal das Weinmachen beigebracht und ja, wie man halt mit den Weingärten umgehen soll, damit man da wieder auf eine Qualitätslinie kommt. Ja, und mit 2010 dann konnte ich 5 Hektar vom Stift Kremsmünster übernehmen, wo auch der Steiner Hund dabei ist, also diese berühmte Rieslinglage. Und wir waren aber, also warum eigentlich Riesling entstanden ist, das ist eigentlich, weil ich den Jahrgang 2007 habe ich mir so ein 12er Kostpaket von einem großen Online-Handel, der jetzt auch in Österreich verkaufen darf. Damals war es ein bisschen ein Problem, dass wir die 12er-Kiste bekommen, aber wir haben es geschafft. Und der Jahrgang 2010 ist für mich der Jahrgang, der Dominik und mir, also meiner Frau und mir gezeigt hat, wir wollen Riesling. Und wir hatten da Rieslinge von ganz Deutschland und das war so schön und so toll. Und da haben wir gesagt, 2010 dann, wie wir Hund dann bekommen, haben wir gesagt, weißt was, jetzt zeigen wir den Leuten, wie Riesling schmecken kann, wenn man ein bisschen anders arbeitet und das dann noch in allen möglichen Ausführungen und Rieden. Also deswegen haben wir dann 2010 begonnen, unsere Portfolio dann mit den Rieslingen zu gestalten und jetzt sind wir jetzt, ich glaube, jetzt auf 15 verschiedene Rieslinge und davon sind 8 Lagen Rieslinge. Ja. Dann haben wir mit Schreck, Grillenbarz und Steiner Hund. Okay. Also da bietet sich natürlich Riesling an. Wir hatten es in dem Podcast ja auch schon an mehreren Stellen, dass der Riesling einfach ein sehr guter Terroir-Interpreter ist. Also es soll heißen, er reagiert halt sehr feinfühlig auf den Boden, auf dem er wächst und auch auf das Mikroklima, was dann herrscht. Da hatten wir ja auch schon in WVLG 20 vom 11.01.2020 diese horizontale Verkostung mit Teschweinen aus der Nahe, wo gleicher Jahrgang, gleicher Winzer, gleiche Rebsorte, nur unterschiedliche Lagen, um einfach auch mal am praktischen Beispiel herauszuschmecken können, wie groß der Einfluss des Bodens eigentlich auf die Stilistik ist. Und ich fand das sehr aufschlussreich, muss ich sagen, und faszinierend, wie stark dann doch halt Boden letzten Endes oder das Terroir insgesamt sich dann niederschlägt. Und da, wenn du sowas beabsichtigen möchtest, dann ist natürlich Riesling schon die erste Wahl, würde ich sagen. Also diese Feinfühligkeit haben andere Rebsorten auch. Man sagt es Grünwertlinie ja auch in gewissem Umfang nach oder auch, jetzt komme ich nicht auf die fränkische Standardrebsorte, hilf mal schnell aus. Silvana, ja genau, danke. Einen kurzen Blackout gehabt. Bei dem ist es ja auch ähnlich, aber ich denke, der Riesling ist da einfach unschlagbar, oder? Ja. Also das Lustige ist ja, vor 2 Jahren habe ich, bei uns in Österreich ist ja das mit Lagen oder Rieden, sagen wir, Umgestaltung passiert. Also es sind ja viele Rieden, die nicht mehr benutzt worden sind, zusammengelegt worden mit den Rieden, die schon verwendet werden jetzt auf Flaschen. Und da wurde mir eine Auflistung geschickt, wie die Sortenaufstellung hier bei uns in Ort ist, in Stein. Und wir haben wirklich 60% Riesling hier auf den Steiner Weinbergflächen. Und wenn man geologisch schaut, haben die schon damals vor 100 Jahren oder wann die halt mit Riesling begonnen haben, haben die schon gewusst, da passt nur Riesling hin. Und da passt kein grüner Veltliner hin, da passt kein Rotwein hin, da passt auch nicht Neuburger hin, was auch eine gängige Sorte bei uns hier war. Und die haben halt hier auf diesen ganzen kargen Kneißböden oder Konglomeraten
haben sie halt Riesling ausgepflanzt. Und ja, und wir schauen halt, dass wir so viel Riesling bekommen wie möglich, weil von dem haben wir zu wenig. Ja, also du hast mir auch euren Flyer, wenn man so sagen will, mit in das Weinpaket mit reingelegt. Und ich finde es sehr gut gelungen, sehr aussagekräftig, sehr informativ, weil ich denke, dein Klientel ist auch interessiert an den Weinen, also über das reine Schmecken hinaus. Und du hast da hier auch das mit deinen Rieden, die du ja bewirtschaftest, auch hier super aufgeschlüsselt. Nicht nur, was dort wo sie ist, sondern auch die Gesteinsarten grafisch dargestellt und auch auf der Innenseite dann beschrieben, welche Rebsorten dann auf welchem Boden einfach wachsen. Ja. Und fand ich sehr gut halt einfach in das Konzept, was ihr halt versucht, weil du stellst ja, also dein Ansatzpunkt ist ja, du stellst Terroirweine her auf höchstem Niveau, und da ist es einfach mal total toll zu sehen, dass man auch mal Informationen an die Hand kriegt, ja, dass wenn man sich da reinarbeiten möchte in diese ganze Thematik, dass man dann auch mal wirklich von einem Winzer aussagekräftige Informationen hat, auf was für einem Boden dann die unterschiedlichen Weine eigentlich auch wachsen. Ja, aber der Folter ist halt nur das i-Tüpfelchen. Ich finde, wenn man direkt zu mir kommt oder zu uns kommt und wir fahren mit den Gästen oder Freunden direkt in die Weingärten und probieren dort, dann flippen alle aus. Ab dem dritten Weingarten oder dritten Riede, dann versteht man es, warum wir das so machen. Ja klar, wenn man es sieht und anfassen darf und dann quasi mit den Leuten noch im direkten Austausch, ist natürlich immer noch das Beste. Aber nicht jedem ist es ja vergönnt, an der Donau im Stein oder im Kremstal zu wohnen, sondern ich denke mal, diese Informationen liegen ja vielleicht auch dann bei den Weinhändlern aus, die ihr beliefert. Und da ist es dann einfach toll zu sehen, dass eben auch das Infomaterial von den einen Winzern sich unterscheidet zum anderen und eben nochmal die Zielsetzung dann nochmal ganz gut unterstreicht. Du hast die kargen Böden jetzt schon angesprochen. Aus Deutscher muss ich dich jetzt fragen, fällt dir irgendeine deutsche Region ein, die jetzt geologisch gesehen dem am ähnlichsten kommt? Geologisch ist schwierig, weil wir haben ja hier leider keinen Schiefer, sondern diese Gneisböden, und die sind halt schon etwas anders als der Schieferboden, weil bei uns ist ja nichts durch vulkanischen Effekten entstanden, sondern einfach durch Anhebungen vom Gebirge. Also wir sind ja im Voralpengebirge, und also so hat es mir der Geologe erzählt, der bei uns die Bodenprofile genommen hat. Und aber Wein, vom Weintechnischen her oder Weingeschmack, bin ich eher Rheingau. Okay. Also ich finde, die Rheingauer Weine, nicht nur, dass dort mein bester Winzerfreund aus Deutschland lebt, aber ich auch sehr viel dort bin, ob es jetzt Riesling-Gala ist oder Riesling-Symposium. Ich bin halt, mein Herz ist auch im Rheingau, und aber auch ein bisschen an der Mosel und ein bisschen Rheinhessen, ein bisschen Pfalz, ein bisschen nahe. Aber mit Rheingau kann ich unsere Weine hier aus Krems, kann ich da schon, also nehmen wir eher die Rieslinge her, kann ich schon ein bisschen mit dem Rheingau. Jetzt hast du natürlich, meine Frau ist Würzburgerin, deswegen muss ich es jetzt sagen, jetzt hast du natürlich Franken geflissentlich übergangen. Ja, stimmt, Franken fehlt auch, da habe ich auch ein paar Freunde, also Christian Stahl oder der Weltner. Ja. Stahl ist auch super, ja, definitiv. Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal die Aufzählung eurer Böden angeschaut, also tatsächlich mit Gneis und so weiter und Löss und Lehm ist man, denke ich, vielleicht tatsächlich entweder dann in Rheinhessen oder tatsächlich auch Franken, ja, weil die haben ja auch ihre Hebungsböden, da ist natürlich der Sandstein oft ein Thema, aber das sind ja auch noch Untergebiete, die da vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gehen, und Mosel ist natürlich mit dem Schiefer ganz, ganz anders geprägt, ganz klar. Ja. Wie schaut's denn, jetzt haben wir schon über den Boden gesprochen, aber damit der Riesling gelingt, braucht es ja auch das entsprechende Klima. Wie würdest du das Klima vom Kremstal beschreiben? Also wir haben ja hier den Effekt vom pannonischen Klima, also von Ungarn her das warme Klima, was man heuer sehr stark auch spüren. Man sieht es an den Fahnen, die was irgendwo bei den Häusern hängt, dass
dass halt heuer sehr viel der Wind aus dem Osten kommt. Und wir haben dann das Waldviertler-Klima, also das ganz kühle vom Waldviertel rund. Der Name sagt schon Waldviertel, also viel Wald, wo es gleich eigentlich anschließend ist bei uns. Also wir sind ja, Krems ist ja der Abschlussstadt vom Waldviertel. Also die Donau ist ja da die Grenze. Und dann haben wir noch, wie gesagt, dann noch vom Voralpengebiet auch noch die Luft. Bei uns ist es ja durchwachsen, also jetzt durch die Klimaveränderung, ich will es jetzt nicht so direkt ansprechen oder so, aber man merkt schon, sind halt sehr, sehr große Unterschiede gegenüber das, was wir vor 20, 30 Jahren gehabt haben, also als ich noch Kind war, also Jugendlicher war. Also hier ist es definitiv zu warm geworden. Da sind wir auch froh, dass wir den Riesling als Lieblingssorte haben, weil die halt hält einfach viel mehr die Trockenheit aus. Grüner Veltliner mit seinen großen Trauben und Blättern, der muss dann schon ein bisschen leiden darunter. Aber da gibt's ja die Möglichkeiten, die Böden dann so aufzubauen, dass sie auch in trockenen Zeiten auch überleben können. Wir bewässern zwar hier in Stein, also wir haben ja hier in Stein die älteste Bewässerung im deutschsprachigen Raum, und die gibt uns dann noch die Möglichkeit, hier nochmal dagegen zu greifen. Heuer schaut sehr gut aus, also wir haben jetzt immer rechtzeitig Wasser bekommen, dass wir eigentlich die Bewässerung nicht so viel benutzen müssen. Mhm. Ja. Aber Thema Bewässerung ist natürlich immer die Frage, in welcher Art man bewässert. Also macht ihr Tröpfchenbewässerung oder? Ja. Also da hängen Tröpfchenschläuche auf allen Flächen, und da sind es in der Stunde 2,4 Liter, was es tropft. Aber die, ich sage jetzt mal, je ältere Stöcke man hat oder ältere Wurzeln, verläuft sich das Thema dann, abgesehen jetzt von der Evaporation, aber von der Ernährung der Pflanze, wenn die älter werden, ist man dann nicht irgendwann mal sogar vielleicht auch ein Stück weit unabhängig vom Oberflächenwasser? Naja, wenn du nur 30, 40 Zentimeter Erdauflage hast. Okay, dann nicht. Und natürlich die Haarwurzeln, die suchen sich natürlich ihren Weg, wo sie dann noch Wasser holen im Gestein. Also dadurch ja wir mehr Gneisböden hier haben und dieses Konglomerat, dieser zusammengepresste Schotter, und gar keine Erdauflage zum Beispiel haben, also wo das Wasser dann einfach nur durchläuft, ist der Bewässerung dann schon ein guter Effekt. Natürlich zu viel darf man nicht geben, weil da machen ja wir die Weinstöcke faul und vielleicht auch süchtig nach dem Wasser, suchen sich dann nichts mehr. Also ja. Da ist es besser, dass man das halt sehr intelligent dann einsetzt und nicht ständig fährt. Aber das weiß man hier, also die Winzer hier sind Profis. Ja. Ja. Und wir arbeiten da sehr gut mit der Schule zusammen, mit der Weinbauschule, die hier auch ständig Messungen durchführt mit, wie der Wasserhaushalt des Stocks ist und auch im Boden. Ja, da geht es ja auch darum, sicherlich sich ein bisschen zu rüsten eben und auf den Klimawandel auch reagieren zu können, damit man probate Mittel hat, damit umzugehen letzten Endes. Ne? Ich meine, das ist ja kontinuierlich wieder geforscht, glaubt man ja jetzt, wenn man nur Wein trinkt, in Anführungszeichen, ist ja auch nicht, dass es da immer noch, oder es wird wahrscheinlich ja sogar mehr, was man erforschen muss und erforschen kann, um halt auch für die Zukunft einfach gerüstet zu sein. Ne? Ja, also ich schaue halt, dass wir die Weingärten nicht mit, also nicht einem Stress, aussetzt, danke schön, jetzt hänge ich, aussetzt, und da haben wir schon einige Techniken, wie wir die Weinstöcke halt einfach stresslos durchs Jahr bringen. Ja, kostet auch mehr Zeitaufwand und Geld, aber mir geht es hier um die Qualität. Und es muss jetzt nicht zehntausende Kilos auf der Fläche hängen, sondern mir ist lieber die Hälfte und dafür die besten Trauben, damit man den besten Wein machen kann. Mhm. Und Thema Klone vielleicht noch, weil ich sag mal, wir sehen uns ja jetzt so ein bisschen aus den Riesling-Nabel der Welt an, wobei man sagen muss, der größte Riesling-Erzeuger hockt in Washington State, ist ja auch immer so ein Fun-Fact, den man nicht auf dem Schirm hat. Wobei
auch natürlich, du hast es ja schon angesprochen gerade, auch der Weinbau und die Weinbauforschung in Österreich einen sehr großen Stellenwert und auch renommiert und anerkannt sind weltweit. Greift man dann auf, als Österreicher auf deutsche Klone zurück oder hat man dann österreichische Klone oder kauft man seine Mutterland des Rieslings? ja, ich muss sagen, also wir haben noch nicht so viel ausgepflanzt. Muss ich auch dazu sagen, also unsere Weingärten sind ja, mir ist lieber einen alten, sehr alten Weingarten zu haben als einen neuen, jungen, weil die Qualität ja definitiv besser ist und die Trauben auch schön lockerer sind und kleiner. Aber wenn wir auspflanzen, das, was wir auch nächstes Jahr und vielleicht noch heuer im Herbst machen werden, da hole ich mir das Pflanzgut von Deutschland und weiß ich nicht, ob ich den Namen sagen darf, auch ein sehr bekannter Mosel-Winzer oder eigentlich Mosel-Saar-Winzer. Sag's euch, ja. Das ist der Nick Weiß, der hat auch eine Rebschule und ich schätze Nick Weiß, ich schätze seine Weine und seine liebe Frau und deswegen kaufe ich seit Jahren bei ihm das Rebmaterial. Mhm. Genau. Und kleines Geheimnis würde ich nicht sagen, aber ich pflanze nicht ein Klon oder nicht eine Selektion aus, sondern ich pflanze immer mindestens 5 verschiedene in einem Weingarten. Mhm. Aber jetzt bestellt man ja die Setzlinge, weiß man ja vielleicht landläufig auch nicht, ist ja immer eine Kombination zwischen Rebsorte, Klon und Wurzel. Da kann man es ja mehr oder weniger kombinieren, wie man möchte oder wie es empfohlen ist. Heißt das dann, du hast 5 Riesling-Klone, die dann aber auf derselben Wurzel stehen wahrscheinlich. Genau. Dann im auf den, oder wenn es von zu wenig gibt jetzt von der Unterlagsrebe, so wie die heißt, dann nehme ich halt den anderen. Aber ich sehe das, ich bin da nicht so, wie ich gesagt habe, in der Schule war ich auch nur zur Hälfte, deswegen höre ich auch nur auf das Halbe, was mir die Kollegen so erzählen, ja, mit den Unterlagsreben. Ich habe da eher den Zugang, so wie sie es früher gemacht haben, also wenn wir jetzt 100 Jahre plus sprechen, deswegen gibt es ja auch diesen berühmten jetzt gemischten Satz, der halt jetzt auch wieder ganz gut durch die Wiener gut unterwegs ist am Weinmarkt. Und da war ja der Gedanke vom gemischten Satz, dass in Jahren, wo vielleicht zu feucht ist oder zu heiß ist oder sonst noch alles möglich ist, dass zumindest 2-3 Sorten reif werden. Und diesen Gedanken habe ich mir... Diversifikation würde man das heute auf Business-Sprech nennen wahrscheinlich. Genau. Ja, Risikostreuung. Genau, richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch beim Veltliner oder eigentlich auch beim Veltliner. Beim Veltliner mache ich es schon länger, weil da haben wir schon mehr ausgepflanzt. Und beim Riesling kommt jetzt der vierte Weingarten, ja, wo ich das durchmische. Aus dem Grund, der eine hat vielleicht mehr Säure und ist dann nicht so reif und der andere ist dann reifer und hat vielleicht einen Ticken mehr Zucker und diese Kombination macht dann den Stargardriesling dann aus. Markierst du die? Also weißt du dann auch noch nach Jahren, welcher Stock, welcher Klon ist? Es hängt, wenn es nicht verschwindet oder so, hängt dann ein Kunststoffzettel, also Kunststoff, ja, ein Stück, ja, drauf, wo dann die Sorte dann draufsteht, also die Selektion. Mhm. Genau. Aber ihr lest dann nicht getrennt, oder? Also nein, es wird alles gleichzeitig geerntet. Ein Zukunftsprojekt, das sollte ich eigentlich auch nächstes Jahr starten. Der älteste Teil vom Steiner Hund, das sind 8000 Quadratmeter. Also es kommen dann noch welche dazu, was brach liegt. Riesling Steiner Hund. Und der ist jetzt über 90 Jahre alt und jedes Jahr sterben halt extrem viele Stöcke. Und da werde ich aber nichts Fremdes setzen. Also da hole ich mir jetzt im Herbst werden die Stöcke markiert, die gut sind und auch keine Krankheiten etc. zeigen. Die werden wir weiter selektionieren, dass wir dort auf diesem Hektar dann, was es ist, wieder dieselbe Zwiebelmaterial hinsetzen. Also ihr zieht dann selber Edelreißer aus den, genau, alten Stöcken und gibt die dann zur Veredelung, genau, oder zur Aufzucht dann wieder, ja, weiter. Mhm. Richtig, genau. Spannend. Weil so eine Selektion, die noch über 90 Jahre ist, die werde ich nirgends bekommen. Also in derer Qualität, weil die Stöcke, die noch hier sind, die tragen richtig schön und sind auch sehr robust gegen Krankheiten. Und eigentlich bin ich irgendwie traurig, dass ich das roden muss.
Aber wie gesagt, es fehlt schon ein Drittel der Stöcke und es ist auch nicht so gut zum Arbeiten, weil jede Rebzelle ist eine kleine Terrasse. Das heißt, auch viel, es ist zwar mit dem Traktor zum Befahren, also mit dem Schlepper, aber wir müssen da trotzdem auch sehr viel mit Hand eingreifen. Und wenn man da schon mal dran ist mit der Motorsense, da ist man lieber, wir baggern drei Terrassen aus dem Ganzen und dann können wir dann schnell arbeiten. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht ein letztes Wort noch zu Konkurrenz Riesling und Grüner Veltliner. Wo sind für dich die größten Unterschiede der beiden Rebsorten? Also die größten Unterschiede eigentlich im Weingarten. Also wie gesagt, ich habe schon angesprochen, Klima, da passiert es halt schon eigentlich jedes Jahr, dass der Grüne Veltliner da, wenn es Trockenstress gibt oder zu feucht ist, dass er immer so einen Durchhänger hat. Und deswegen ist für mich hier der Riesling der Sieger. Ja. Mhm. Geschmacklich ein totaler großer Unterschied, wobei ich eher die würzigeren Rieslinge produziere. Also da, von dem darf man in Österreich ja gar nichts sprechen. Darüber reden, dass ein Riesling würzig sein darf. In Deutschland darf man das, weil dort ist es ja so. Aber in Österreich muss alles immer Pfirsich Marille haben. Das ist bei mir eher so erst nach ein, zwei Jahren auf der Flasche passiert ist, dass da vielleicht ein Hauch von diesen Riesling-Noten kommen. Ja. Ja, ich hatte ja mit Stuart Pickett, hatte ich ja auch hier schon, da hatten wir eine Flasche vom Gut Hermannsberg verkostet vom Vulkanboden. Und das ist schon sehr würzig, ne? Zum Teil, was da rauskommt, definitiv. Ja, also wobei ich habe es auch schon öfters gesagt, also in der Blindverkostung, je nachdem, was du für einen grünen Veltliner erwischt und was du für einen Riesling im Glas hast, kann schon mal auch gar nicht so leicht fallen, die zwei zu unterscheiden. Ne? Das ist schon, gibt schon Überschneidungsbereiche. Ja, also das ist mir in Österreich auch schon ein paar Mal passiert, richtig. Auch bei konventionellen Weinen, ja. Ja, definitiv. Gut, ich glaube, also du hustest schon, mir geht's ähnlich, ich habe schon einen trockenen Hals. Ich leide unter Reflux und wenn ich zu lange rede und nicht Wasser dazu trinke, dann fange ich zu husten an, aber... Ja, da haben wir geteiltes Leid, weil ich bin auch so ein Refluxpatient. Und in den... Corona habe ich nicht. Und in den... Weinseminaren sage ich immer, ja, wenn euch Riesling wegen der Säure Sorgen bereitet, dann einfach eine Pantoprazol vorne weg, dann stört es den Reflux auch nicht mehr so sehr. Na? Oder super. Rieslinge, die einen biologischen Säureabbau gemacht haben, dann geht's auch. Ja, aber bei vielen ist es halt so rein geschmacklich und auch von den Analysewerten, wenn man halt mit der Magensäure Probleme hat, dann tendieren sie halt ein Stück weit natürlich aus Aberglauben, ein Stück weit heraus und aus psychologischen Gründen zum Grauburgunder, weil sie sagen, der ist halt leichter bekömmlich wie der Riesling, weil er weniger Säure hat und ich habe eh Reflux, da ist Säure eh schlecht und deswegen, ja, genau. Aber lass mal die, das ist oft eine Kopfsache auch, hab ich den Eindruck. Richtig, genau. Ja, und Grauburgunder ist ja jetzt die Nummer 1 in Deutschland, oder? Von den Rebsorten, ne? Bald. Grauburgunder? Ja, bald, was ich immer höre von meinen Kollegen, was die an Grauburgunder verkaufen, ist ja schon viel. Ja, also Grauburgunder ist schon insofern spannend, finde ich, weil es einfach eine absolute Massenrebsorte ist und auch jetzt bei den Wein-Nerds die letzten Jahre einen relativ schlechten Ruf hatte. Nicht zuletzt halt auch wegen den wirklich billigen Pinot Grigio, den man halt aus Italien kennt und gerade aus Deutscher mit vielen Italien-Urlauben ist natürlich der Pinot Grigio immer eine Versuchung wert sozusagen. Aber es gibt natürlich schon auch wirklich ganz, ganz tolle Grauburgunder in Deutschland, überhaupt gar keine Frage. Gibt es auch sehr, sehr tolle Weine. Ich persönlich bin da immer eher beim Weißburgunder, weil es für mich einfach der filigranere, knackigere, kantigere Wein ist. Und der Grauburgunder, wenn er halt nicht wirklich gut gemacht ist, ist halt schon oft sehr breit, barock, mit verschmierten Aromen, wenig spezifisch, ist halt ein easy-beasy Trinkwein, wo du vielen Leuten damit einen Gefallen machen kannst. Aber wenn man halt, denke ich, ein bisschen fortgeschritten ist, dann ist die Auswahl beim Grauburgunder vielleicht nicht so groß wie bei unseren anderen weißen Rebsorten, die wir haben für guten Wein. Ja. Ich komme jetzt hier, naja, okay, lass mir das. Weil ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Winzer, mein Lieblingswinzer aus der Südpfalz, der mit dem Fuchs auf dem Etikett.
Ah, Schäfer, oder? Nee. Na. Ich weiß, Ach, wen du ja, der hat, meinst. genau, der hat einen, der ist eigentlich ein Orange-Wein. Also das weiß man auch, dass dieses Magrin, wie es halt einfach in Frankreich ist, der schreibt da sogar auf dem Etikett hinten drauf, dass das halt die Farbe von vom Grauburgunder kommt und so orange fast schon im Glas ist. Ne? Genau, aber jetzt wenden wir uns deinen Weinen zu. Und wir fangen an mit einem sehr, sehr spannenden Produkt. Ja, Pet Nat. Ich hole ihn gleich. Grüß ihn gleich, genau. Ich erzähle dabei noch ein bisschen was. Pet Nat steht ja für Petillon Naturel, also sprich ein natürlich schäumender Wein. Wir hatten das Thema ja auch schon hier explizit mal besprochen. Und zwar war das die Ausgabe WVLG 8, also schon eine der ersten Sendungen vom 4. Mai 2019, wo ich die Methode en Centrale ja schon im Detail beschrieben habe. Im Grunde, ich greife jetzt einfach vorne weg, Urban, wenn du nichts dagegen Ja. hast. Im Prinzip ist es einfach eine Schaumweinerzeugung mit nur einer Gärung im Gegensatz zur traditionellen Champagnererzeugung, wo man ja immer die Zweitgärung hat. Und hier macht man quasi alles in einem Aufwasch und setzt somit keine Dosage zu, sondern ich sage mal, der Trick an der Stelle ist einfach, den Deckel im richtigen Moment zuzumachen, um eben die Kohlensäure gegen Ende dann doch in der Flasche zu belassen. Und ich mache jetzt einfach mal auf. Und man merkt, da ist ordentlich Druck drauf. Und vielleicht erzählst du noch mal aus der Winzersicht, was das Spannende an dieser Methode en Centrale ist, wo da die Herausforderung liegt. Herausforderung. Also ist ja bei jedem Wein gibt es Herausforderungen. Das heißt, ja, warum mache ich jetzt Petnat? Weil es mir einfach riesig viel Spaß macht, Petnat zu trinken. Also jetzt von den ganzen Kollegen, was es tollen Kollegen, die es jetzt in Österreich gibt und auch in Deutschland. Hat es uns richtig Spaß gemacht und jetzt 2019 habe ich einfach probiert, mal Rosé Petnat zu machen. Das waren dann 300 Liter, so versuchsweise. Und ja, die 400 Flaschen waren dann in einem Monat ausverkauft. Also da habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert gut. Uns ist nicht viel geblieben von dem und habe gesagt, okay, jetzt 2020 müssen wir mehr machen. Und ja, somit sind wir halt jetzt auf Petnat gemischter Satz, den wir jetzt im Glas haben. Petnat Rosé Zweigelt. Und Petnat Sauvignon Blanc haben wir gemacht. Okay. Und genau, Sauvignon Blanc ist schon ausverkauft. Den haben komplette Charge hat Schweden gekauft. Und genau. Und jetzt Herausforderungen habe ich mir halt vorgestellt, weil möglicherweise halt die Steuerung des Prozesses schwieriger ist und weil man es nicht so gut, weil man halt quasi nicht nochmal die Gärung anstoßen muss, dass es da vielleicht ein bisschen schwieriger ist, den gewünschten Alkoholgehalt oder Kohlensäuredruck zu erzeugen, wie ich. Also man muss halt, wenn man sowas macht, muss man sich schon damit beschäftigen. Und wie beschäftigt man sich? Man geht zu Kollegen, die das schon länger machen. Ja, genau. Und Industrie-Leadership. meine Herausforderung war dann, zu wem gehe ich, wer ist in der Nähe? Und da ja, sind wir wieder beim Hager Matthias, der das ja schon länger macht und Ja. auch sehr viele. Ich hoffe, Matthias, du bist mir nicht böse, aber der hat auch paar Sachen sind da nicht so gut gelungen, weil er ja experimentiert hat. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, da gehe ich gleich zu Matthias und frage ihn, was ist jetzt der beste Druck? Natürlich habe ich da noch Freunde in Deutschland angerufen, gefragt, aber nicht Druck, Entschuldigung, der Restzucker. Eigentlich geht es ja um das, mit wie viel Restzucker du in die Flasche bringst. Und wir haben jetzt unsere haben wir alle mit 12,5 Gramm Restzucker. Was noch übrig war, haben wir in die Flasche gefüllt. Und dadurch, die alle spontan vergoren sind, haben sie schon im Vorhinein in der Gärung den biologischen Säureabbau gemacht. Und natürlich konnten wir die nicht gleich nach einer Woche oder 2 Wochen abfüllen.
in die Flasche füllen, weil dadurch die Spontangärung halt ist, ja, ein bisschen länger dauert. Also Sauvignon Blanc haben wir sogar im Jänner erst abgefüllt, weil er einfach länger gegoren hat als die anderen zwei Bettnats. Und ja, also die Herausforderung ist einfach Zucker. Mit welchem Zucker gehe ich da rein? Ich finde Bettnats, die mit Hefe vergoren sind oder noch mit Reinzuchthefe, also mit Reinzuchthefe, hat für mich gar nichts mit Bettnat zu tun, weil Bettnat, der Name sagt schon, der französische Autor sagt ja schon Natur, und dann soll man es auch natürlich lassen. Ja. Hm. Ja, zwei Petnats, die mich auf das Thema überhaupt gebracht haben, war der Naked von Wein am Stein eben in Würzburg. Ja. Und das andere war vom Bozen, vom Geuer, vom Weingut Brandseck. Ich glaube, der heißt Miau, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Klasse Winzer, super, ja, Kollege. Genau, fand ich auch sehr sympathisch. Habe das Weingut auch besucht dort in einem Urlaub und habe da eine Verkostung gemacht und war sehr spannend. Rein optisch muss man ja sagen, fällt es komplett aus dem Rahmen raus im Vergleich mit anderen Schaumweinen zumindest, weil wir eben durch die singuläre Gärung auch nicht degorgiert wird im Prinzip. Und damit sind alle Petnats auch hefetrüb. Ja, das ist jetzt mal mehr. Nee? Nein, muss ich korrigieren. Korrigiere mich sehr gerne. Es immer mehr Winzer degorgieren. Ach, okay. Ich habe gestern zum Beispiel, vorgestern war ich beim Johann in der Wachau. Da hatten wir von einer ganz lieben Kollegin und auch die ganz tolle liebe Eltern, Winzerkollegen, Johanna Markovic, hatten wir den Weißen, und die degorgiert alles. Und ich war richtig überrascht, wie das hier da richtig dieser Petnat-Geschmack, den was wir jetzt zum Beispiel auch in unseren haben, die Hefige und so, dass das da trotzdem in dem Petnat drinnen war. Trotz, dass er nicht mit Hefe, dass mit Hefe verkauft wird. Ich selbst bin ein Fan von Trüb, und deswegen darf bei uns auch Trüb sein. Und du siehst ja selbst hier bei der Flasche, genau, da ist nicht viel drinnen. Das kommt halt durch, ja, dass wir spontan vergoren haben, und da wird von Haus aus nicht sehr viel Hefe gebildet. Ja. Vielleicht eine praktische Frage noch, weil ich habe mir von dem eben angesprochenen Miau und Naked auch zwei, drei Flaschen auf die Seite gelegt. Jetzt ist es ja grundsätzlich vielleicht nicht ein Schaumwein, der vielleicht absolut dafür prädestiniert ist, noch lang daheim im Keller gelagert zu werden. Ich denke mal, tendenziell ist meistens der Ansatz eher frühzeitig verzehren. Aber wie serviert man das jetzt richtig? Also lässt man eher den Bodensatz in der Flasche oder dreht man es einmal um, dass man es aufschwemmt? Oder? Also beim, so wie ich jetzt bei unserem mache, ich mache es auf und du kannst es jetzt beobachten, durch die Kohlensäure, die aufsteigt, steigt auch die Hefe mit auf. Also genau. Dein erstes Glas ist wahrscheinlich ganz hell gewesen, also meines ist jetzt. Und jetzt wird halt immer von Zeit zu Zeit drüber. Mhm. Und natürlich passiert es, wenn du länger jetzt stehst, dass die Flasche steht, dass dann wieder sich was absetzt, und dann sind halt das letzte Glas, das zweite. Aber man trinkt ja auch Hefeweizen. Also naja, genau, für mich hat es immer so ein bisschen den Weißbier-Charakter, ganz genau. Ja, dann riechen wir mal rein. Sag noch kurz, welche Rebsorten drin sind. Also die Rebsorten sind Neuburger. Ist die weiß oder rot? Da war ich mir jetzt nicht sicher, als ich es gelesen habe. Neuburger ist weiß und ist auch eine autochthone Sorte wie Grüner Veltliner aus Österreich. Dann Müller-Thurgau und Muscatella. Und diese drei Sorten haben wir im Betrieb. Muscatella wird jetzt ein bisschen mehr. Wir haben jetzt letztes Jahr auch einen Teil, haben wir zweigelt gerodet und haben Muscatella ausgepflanzt. Und ich fand eigentlich diese drei Sorten richtig spannend für einen gemischten Satz Petnat. Und ich merke es jetzt wieder, das geht so total in diese Litchi-Richtung. Mhm. Also wir hatten, das ist der Muscatella aber wahrscheinlich, ne? Ja, aber es ist wirklich der dritte Teil, also ganz wenig Muscatella ist da drin. Mhm.
Und ist halt schon eine Aromarebsorte, die halt schon je nachdem, wie es gemacht ist, halt schon wirklich sehr intensiv ist in der Aromatik, ne? Aber durch die Spontangärung sollte es eigentlich eh nicht so laut werden. Also die ersten Wochen haben wir natürlich auch probiert, wie es noch im Kern war, wie der Zucker noch nicht abgebaut war, da war es eher sehr breit und nicht so fruchtig. Also eher der Neuburger-Typ kam dann durch. Aber jetzt hatten wir schon mal nur Muscatella-Geschmack. Dann hatten wir Pomelo, also diese Zitrusarten. Und jetzt sind wir bei Litchi. Also das ändert sich von Woche zu Woche. Und das ist das, was mich so Spaß macht an dem Getränk. Mhm. Keinen Einsatz von Schwefel, absolut nichts. Und dann immer diese Veränderung an dem Wein. Mhm. Ja, also die Litchi kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Die Hefearomatik auch, ist aber jetzt von der Art her eine ganz andere, wie man es jetzt beim Champagner kennt. Also es ist nicht dieses Brioche, das ist mehr, sag ich mal, die Hefe selber, also so die Naturhefe. Es ist auch so insgesamt nicht so eine spitze Aromatik, wie man es jetzt vielleicht beim Champagner kennt, diese extreme Säurebetontheit habe ich hier nicht. Ich will jetzt nicht sagen dumpf, aber es ist so ein bisschen verschleiert. Also vielleicht weiß nicht, inspiriert mich da auch die Farbe von dem Wein, aber es ist verhalten, es ist ein bisschen gedämpft, vielleicht trifft es das besser mit so einer ja schon ausgeprägten Fruchtigkeit, die wir jetzt hier haben, auch so eine Fruchtsüße in der Nase, aber ich denke, wenn man jetzt eben gerade zum Beispiel kein Champagner-Fan ist, ja, weil einem das zu stahlig, zu spitz, zu scharf ist, dann finde ich, ist man beim Petnats eigentlich oft ganz gut aufgehoben, weil das schon so ein bisschen das andere Ende des Stilspektrums einfach ist beim Schaumwein. Ne? Ganz faszinierend. Das erinnert auch ein bisschen an Weißbier, finde ich, vom Geruch her. Richtig, ja. Ja, echt faszinierend. Und im Mund? Ja. Da tritt die Fruchtigkeit eher sogar ein bisschen in den Hintergrund, würde ich sagen. Die ist schon noch da. Toll ist da auch die Perlage. Also man merkt schon, es ist jetzt nicht so stürmisch und aufbrausend und vielleicht auch nicht so extrem feinperlig, wie man es jetzt bei Champagner kennt. Es ist mehr was, wie sagt man denn da, was hemdsärmeligeres vielleicht, ne? In dem Sinn, aber durchaus schon auch lang anhaltend war. Also wie viel Druck hast du denn da auf der Flasche? Vier immerhin, ne? Siehst du. Ne? Ja, tolle Länge. Im Mund auch, wie gesagt, weniger Fruchtigkeit. Bisschen Apfel hat man da noch. Vielleicht so Apfelwein-Geschmack. Ja, richtig, ja, das finde ich auch, das ist auch extrem jetzt. Ja. So Apfelschorle. Apfelschorle, ja. Ja. So kann man es auch trinken fast, ne? Ja. Wie viel Alkohol hat denn das Ding? 10,5, 10,3 hat er, ja, laut Analyse. Also absolut lecker. Speisenkombination, was fällt dir da ein? Zu was trinkst du es gerne? Boah, also wir trinken es nur so, ohne Essen. Ja, aus Aperitif einfach, ne? Ab Aperitif, ja. Perfekt. Also das kann man schön so dahin trinken. Also das macht richtig Spaß. Echt lecker, ja. Guter Trinkfluss, also, nicht zu kompliziert, ne? Einfach geschmackig, lecker. Für den Erstversuch gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, absolut. Ja. Aber wir müssen halt schauen, wie du gesagt hast, mit dem Soforttrinken, deswegen auch jetzt auf der Hefelager. Ich möchte mal schauen, wie lange kann man das wirklich noch liegen lassen, oder weil ja die nächste Ernte steht da. Und dadurch ja der Petnat jetzt bei uns nicht der gängige Wein war, ist natürlich noch was da. Und wir werden dann heuer, vielleicht werde ich mich ein bisschen zurücknehmen mit der Menge und werde einfach schauen, ob man 2020er, wie lange der die Frische erhält. Was toll ist, wenn man jetzt die Flasche in die Hand nimmt, man sieht, dass das CO2 eigentlich hauptsächlich aus der Hefe ausgast. Ja. Richtig. Die ist da wahrscheinlich irgendwie gebunden auch ja, da dran. Genau, deswegen habe ich das gemeint, durch das Aufsteigen der Kohlensäure wird auch trüb. Ja, definitiv.
Und es lebt, es lebt. Es lebt, ja. Genau, deswegen auch Karussell, das lebt auch und bewegt sich immer. Deswegen haben wir auch den Namen Karussell genommen. Ja. Zum Verschluss vielleicht ganz kurz. Kronkorken ist bei Petnat eigentlich mehr als üblich, ne? Das machen sehr ja, viele. Du hast Kronkorken bekommen, die habe ich gerade in Hand gehabt, aber wir haben eigentlich Kork jetzt, weil du musst in Österreich, hoffentlich hört kein Kellereinspeck dazu. nein, in Österreich ist es so, ab 3 bar oder 3,2 musst du Kork verwenden. Mit Drahtkörbchen. Genau, richtig. Wegen dem Druck. Weiß nicht, vielleicht hat sich das geändert. Letztes Jahr war es so, dass der Kellereinspeck da in die Betriebe unterwegs war, wo sie gehört haben, dass Petner gemacht worden ist, dass sie da Proben geholt haben und Druckproben genommen haben. Und die wollten einfach nur lecker Wein trinken, oder? Ja, das kann man, die, ja, 12 Flaschen von jedem Betrieb, da bleibt schon was über. Ja. Also du hast die Flasche jetzt bekommen mit Kronkorken, aber ich habe hier mit Korken. Ich hab's gesehen mit einem Auge, dass da noch so der Draht weghängt, ja, genau. Ja. Aber trotzdem, also ich weiß ja nicht, vielleicht findet ja der eine oder andere von euch andere Petnats oder auch von dir einen mit Kronkorken, ist dort schon nicht ganz unüblich. Ja. Nein, also wahrscheinlich werden viele nicht auf den Druck achten und einfach so verkaufen. Ich bin da eher auf der sicheren Seite, ich habe mir das auch am Amt anschauen lassen, den Druck. Und wenn du immer so direkt bist und laut bist, so wie ich manchmal bin, dann will ich lieber auf der sicheren Seite sein, wenn der Kellereinspektor kommt und dann das auch passt, dass ich keine Strafen bekomme. Nee, das sollte man vielleicht besser vermeiden. Dann kommen wir zu unserem ersten Riesling. Und zwar probieren wir jetzt den Stargard Riesling Handwerk Kremstal 2019. Ich glaube, du hast auch versucht, über die Etiketten so ein bisschen deine Qualitätsschienen Ausdruck zu verleihen. Also hier haben wir jetzt zunächst mal eine Schlegelflasche mit einem Etikett, was ringsrum geht und ist so in Weiß gehalten mit so einem floralen Motiv vorne drauf. Und das, glaube ich, ist so von der Stilistik her dein Handwerk, deine Handwerkslinie gemein, ne? Dass die genau. So ein Das ist die bessere Basislinie bei uns, sage ich immer dazu, die seit jetzt 6 Jahren spontan, 6 Jahre, 7 Jahre, nein, 6 Jahre sind es, die spontan vergoren wird. Und darunter gäbe es ja noch einen Riesling, der urbane Riesling. Und da wurde auch bis Jahrgang 2018 auch sehr viel zugekauft, damit wir halt die Mengen haben, dass wir auch die österreichische Gastronomie und Dänemark etc. beliefern können. Und die Linie wird jetzt auch spontan vergehen. Aber mit Handwerk meinen wir halt den handwerklichen Beruf, was wir haben. Den haben wir definitiv, also haben alle Kollegen, auch wenn man viel mit dem Traktor fahren kann. Also wir haben ja von den 17 Hektar, haben wir ja 6 Hektar, die wir händisch bewirtschaften müssen. Also da können wir nicht mit einem großen Traktor reinfahren. Ja, also Flasche haben wir schon besprochen. Du hast hier dich auch für einen Schraubverschluss entschieden. Das Thema machen wir jetzt aber gar nicht auf. Das habe ich an der Stelle schon öfters diskutiert. Der Wein von der Farbe her, ich sage jetzt mal einfach klassische Rieslingfarbe. So ein helles Zitronengelb vielleicht. Ich habe jetzt hier schlechte Lichtverhältnisse. Vielleicht hat man da noch ein paar grünliche Reflexe, kann ich jetzt aber schwerlich sagen hier bei meinen Lichtverhältnissen. Und bei dem Wein ist der geschönt? Schönst du die Weine? Filtrierst du die Weine? Oder lässt sie einfach? Also dieser Wein hat jetzt nur Schwefel gesehen und Filtration. Filtration, genau. Ja. Genau. Sonst, von der Nase? Sag ruhig. Ich sag, ich möchte jetzt da mit meinen Weinen möchte ich nicht, das wollten sie schon zwar, die Medien und Kollegen, in die Naturweinszene bringen oder drücken, weil ich halt sehr viel mit Bären und Neusche Standzeit arbeite, aber
Die Filtration ist mir ganz wichtig. Also es gibt Weine, die ich auch unfiltriert mache und sogar trüb. Also nicht nur Petnat, sondern auch andere. Aber bei den Sachen wie Handwerk oder wie die Lagenweine soll es klassisch sein. Und Filtration gibt es ja auch schon länger hier bei uns. Also das haben ja schon die Urgroßväter gemacht. Ja, in der Nase, also ich würde jetzt mal sagen, den klassischen Riesling habe ich jetzt in der Form nicht. Also diese Aprikose habe ich jetzt hier eher weniger. Es war jetzt im ersten Moment, war es sogar nasser Stein, was ich so fand. So eine gewisse Flintigkeit hat er auch. Eine herbe Note. Erinnert mich jetzt vielleicht so ein bisschen an Limetten. Und dann auch aber weiße Blüten. Also ich schwenke nochmal. Ja, also die Mineralität ist einfach klasse. Fast schon eine Salzigkeit zu erriechen. So ein bisschen die Spontangärung riecht man auch raus, finde ich. Ja, ein bisschen zeigt sich, wenn er mehr Luft hat, kommt die Pfirsich dann doch raus. Also ich glaube, da wäre man jetzt in der Blindverkostung schon eher schnell bei Riesling. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass das ist jetzt vielleicht nicht... Was ich habe noch drinnen, so Wiesenblumen, wie du schon gesagt hast, aber getrocknete, so diese Grenze. Heublumen. Heublumen, ja. Ja, ein bisschen strohig ist er auch im Mund, finde ich. Mhm. Hat so einen leichten Strohcharakter. Also ohne grasig zu sein. Also ich meine jetzt nicht diese grünen Noten, sondern eher, ja, es erinnert schon so an so eine Almwiese irgendwie, ne? Vielleicht, wo da im Hintergrund so ein Strohballen rumliegt. Ja. Und dann hat es regnet vielleicht gerade auf den Stein, wo man drauf sitzt. Dann kommt das schon ganz gut hin. Und wenn er aus einem Picknickkorb noch die Pfirsich rauskullert. Ja, also das ist bei mir, also das ist mir auch ganz wichtig, dass auch die Basisweine noch den Charakter haben von dem, was ich mir vorstelle, was Riesling ist oder Grüner Veltliner. Und deswegen muss auch hier die Basis mineralisch sein. Und das passt recht gut, wie du sagst, mit dem feuchten Stein. Ja, also ich denke, die Mineralität oder das Mineralische, da wird ja auch viel drüber diskutiert, was das ist, aber diese Salzigkeit, so eine gewisse Sprödigkeit vielleicht auch, die eben im Geruch an Stein erinnert, die ist da auf alle Fälle da. Und das ist das, was, denke ich, dem Wein schon auszeichnet, ist einfach diese Mineralität. Aber trotzdem sehr harmonisch und rund. Ja, ich glaube, wir haben jetzt 2019. Wie lange ist da auf der Flasche? Ein bisschen mehr wie ein Jahr jetzt, anderthalb Jahre? Leider mal. Wann haben wir den abgefüllt? Am 20. Dezember haben wir den abgefüllt. Ah, also ein Dreivierteljahr jetzt so ungefähr auf der Flasche. Weil 18 war ein großer Jahrgang bei uns, also das war der größte Jahrgang bei uns. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir echt bis November 18 verkaufen haben können. Mhm. Und und ich habe den Wein selbst. Soll ich was erzählen, wie ich es gemacht habe? Absolut, klar. Weil das ist ja eigentlich das, was uns, glaube ich, irgendwie ausmacht, dass wir jetzt hier ein bisschen anders arbeiten. Die Trauben stammen jetzt zu 80% von Weingärten mit Gneisboden, also Köhler-Gneis, Baller-Gneis, dann vielleicht ein Hauch von diesem Konglomerat, also Schotterboden, und der Rest ist dann vom Goldberg Lössboden, so tiefer, 2, 3, 4 Meter tiefer Lössboden, und geerntet wurde der 19er in der dritten, vierten Septemberwoche. Also das ist sehr spät eigentlich, ne? Ja, das liegt an dem, was ich schon angesprochen habe, dass wir schauen, dass die Weingärten keinen Stress haben dürfen. Und wir wickeln ja alle Weingärten. Also bei uns wird keine Rebe geschnitten unterm Jahr. Der Weinstock wird so wenig wie möglich verletzt, außer die Stockaustriebe, die müssen wir schon entfernen. Aber oben in dem Bereich, wo die Trauben draufhängen, wird nichts gemacht, nichts verletzt. Deswegen das Wickeln, weil durch das Wickeln
wird auch die Reife auch ein bisschen verzögert. Deswegen haben wir auch mehr Säure drinnen als jetzt. Also das habe ich jetzt gemerkt die letzten Jahre, dass wir einfach definitiv mehr Säure haben als Nachbarn und auch weniger Zucker. Mhm. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, dass wir etwas später ernten können. Und jeder Stress für die Pflanze treibt halt den Stock halt, also ich sage immer, die Mutter treibt auch dorthin, dass sie schnell ihre Trauben reifen lässt. Und ja, dann was geht dann rauf? Der Zucker geht rauf, Säure geht runter und die Reife ist da. Also da bin ich schon froh, dass wir die letzten Jahre, wo es so heiß war, auch mit wenig Zucker und mit mehr Säure spät ernten haben können. Wie viel Säure hat der Wein in der Analyse? Der hat jetzt in der Analyse nach dem biologischen Säureabbau hat er 6,1 und Zucker liegt jetzt auch bei 6 irgendwas. Ja, also das sind mehrere Tanks und durch das Cuvée ist dann halt dieser Zucker entstanden. Mhm. Ja. Ja, der Zucker macht ihn natürlich dann schon auch harmonisch, ne? Oder rundet ihn. Ich bin ein Zuckerfan. Also ich bin ein Säure- und Zuckerfan und Keller greife ich schon ein, wenn er sagt, okay, zu trocken darf er dann nicht werden und schwefle ihn dann ab, damit es dann in der Menge dann auf diesen Zucker kommt. Weil bei der Säure passiert dann eigentlich nicht mehr so viel, wenn es bei der Ende der Gärung ist, weil der biologische Säureabbau eigentlich schon fertig ist. Und deswegen komme ich da immer auf diesen Restzuckergehalt. Also 2020, den wir jetzt letzten Freitag filtriert haben, wenn 19 schon aus wird, hat mehr Zucker und mehr Säure. Also der ist noch ein Ticken deutscher. Ja, aber genau. Und bei den Handwerk ist so, die machen alle 24 Stunden Maischestandzeit, also mit den Rappen, so wie in Deutschland die Stiele nennt. Und dadurch haben wir dann mehr Tanninauslaugung. Dann werden sie so 3,5-4 Stunden gepresst, die ganzen Trauben. Und zusätzlich in der Zeit, wo gepresst wird, werden dann 100, also kommt auf die Menge drauf an, was wir machen, aber am Abend sitzen wir meistens dann zusammen in einer großen Runde und da werden halt dann 100 bis 120 Kilo Trauben noch mit der Hand entrappt und diese einzelnen Beeren werden dann in die jeweiligen Tanks dann dazugegeben, wo der Most dann hineinläuft. Genau, das wird dann mitvergoren, spontan. Biologischer Säureabbau ist dann, habe ich hier schon erwähnt. Und wenn sie mal fertig sind, dann bleiben sie auch drauf liegen, bis zur Filtration und Füllung. Das wollte ich gerade fragen, was dann, wenn der Wein durchgegoren ist, was er nicht 14, 15 Monate dauern wird, was du dann machst mit denen, ne? Bis dann, aber die stehen dann auf der Feinhefe quasi noch, oder? Nein. Nee. Wir machen keine Bewegung bis zur Filtration und Füllung. Okay. Also bei uns bleibt das alles liegen, weil ich nicht diesen Eingriff machen möchte. Diesen Gedanken mit dieser, natürlich mit den Beeren und Spontanvergärung und Maischestandzeit habe ich mir eigentlich von dem rausgeholt, wo ich weiß, dass sie so früher gearbeitet haben. Also ich rede jetzt von Urgroßvaterszeiten, also wenn wir jetzt vielleicht ja 100 Jahre zurückdenken, weil da gab es ja keine Technik. Es gab die Baumpresse bei uns, also die jetzt war das Weingut Schwedhelm zu Besuch bei mir eine Woche lang und die Baumpresse, was bei uns im alten Heuring-Lokal steht, sowas kannten sie nicht, aber das war halt, die steht auch schon 400 Jahre jetzt bei uns, diese Presse. Und diese Baumpresse wurde halt verwendet zum Trauben auspressen. Und da wurden auch ganze Trauben genommen, weil einen Entrapper oder Rebler gab es damals nicht. Und der Pressvorgang wurde auch 12 Stunden gemacht. Also da wurde halt wirklich über Nacht und bis am Vormittag da gepresst. Und das imitiere ich jetzt mit der Maischestandzeit und mit diesen ganzen Trauben. Da erinnere ich mich, ich glaube, als wir uns da auf Clubhouse getroffen haben, hast du das auch erwähnt, ne?
dass du quasi ein bisschen versuchst, so der Überlieferung nach so zu arbeiten oder nachzuahmen, wie du sagst, wie es jetzt bei den Großeltern war. Und ich meine, du hast da gesagt, naja, du stellst dir manchmal schon so vor, dass die Weine früher auch vielleicht in die Richtung geschmeckt haben, so wie es du jetzt eben hinkriegst, ne? Ja, weil durch das, die haben ja früher auch nichts gehabt, die haben keine Hefen gehabt, die haben einfach nur Schwefel und Kupfer gehabt. Und wenn ich mal die alten Geschichten von den Winzern angehört habe, früher beim Heurigen, wenn sie mir was erzählt haben, da hat mir der eine zum Beispiel erzählt, die haben, deswegen, wenn wir auf das zurückkommen, warum ich das so lange auf der Vollhefe und auf den Bären liegen lasse, die haben früher auch keine Möglichkeit gehabt zum Abpumpen und so, die haben einfach gewartet. Als erstes einmal sind die erst im März in den Keller gegangen, wo die Gärgase irgendwo in den Boden versickert sind. Damit sie nicht erstickt sind sie halt da erst im März heruntergegangen. Und dann haben sie auch gewartet, bis es komplett blank war. Und dann haben sie es direkt vom Fass runtergefüllt. Und ja, das möchte ich halt jetzt versuchen, das nachzuahmen. Und da sage ich halt, ich glaube, dass so der Riesling früher geschmeckt hat. Also wenn die Fragen dann immer kommen bei Verkostungen oder die Antworten, das schmeckt ja gar nicht nach Riesling. Dann sage ich dann immer, ich weiß nicht, wie Riesling schmecken soll. Ich glaube immer, das ist meine Interpretation von Riesling. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Krux, dass man da Klischees halt hat. Und gerade jetzt vielleicht aus der deutschen Perspektive hat man ja oft andere Riesling-Regionen gar nicht auf dem Schirm. Ja, und man denkt immer, der Mosel-Riesling, so gut er ist, ist Riesling so, wie es sein soll. Aber das ist natürlich schon ein bisschen arg kurz gesprungen, ja, weil selbst wenn ich jetzt an australischen Riesling denke, wo auch viel Riesling gemacht wird, kennt man hier überhaupt gar nicht. Und trotzdem ist es in weiten Teilen der Welt, ist australischer Riesling bekannt und wird getrunken und geschätzt, ja. Und ich meine, wir hatten es schon mit Chateau Saint-Michel in Washington State. Das wird jetzt auch nicht wie ein Rheingau-Riesling schmecken wahrscheinlich. Auch wenn der Losen da seine Finger drin hat oder versucht ein bisschen das Mosel-Know-how reinzubringen. Genauso falsch ist es ja zu sagen, ich mag keinen italienischen oder ich mag keinen französischen Wein. Das sind ja alles ganz krasse Vereinfachungen, wo man letzten Endes sich selber immer am wenigsten einen Gefallen macht, denke ich mir. Ja. Ja, was da auch auffällt ein bisschen ist, weil du jetzt gesagt hast, die Gärgase, also er hat auch tatsächlich noch beim Einschenken so eine ganz leichte Perlage, hat er noch, wo sich dann eben, du hast das wahrscheinlich nicht entfernt bewusst, sondern die treibt dann einfach aus, wenn man es aufmacht und genau. Ja, also das merkt man schon, du siehst es ja auf dem Petnat, also je länger die auf der Vollhefe liegen und umso länger halten sie auch die Kohlensäure dann. Also ja. Das macht dann schon richtig Spaß bei der Filtration dann das erste Mal, so wie jetzt im Anfang August, wo wir den 20er Jahrgang machen, also das perlt schon richtig, also je tiefer man zu der Hefe runterkommt, so mehr strengt sich dann irgendwie der Filter dann an, weil es richtig viel Kohlensäure da ist. Ja, aber macht Spaß. Trinktemperatur empfohlen? Fang mal kühl an und werden wärmer, sage ich mal. Ja. Also ich bin eher der Fan so 10 plus. Mhm. Also je wärmer, umso schöner ist es, weil schlechten Wein trinkt man kalt, guten Wein trinkt man ein bisschen wärmer. Und bei diesen Weinen, die wir machen, da die Frucht eh nicht so im Vordergrund steht, sondern eher im Hintergrund oder in der Mitte, Mittelfeld ist, sollte man das etwas wärmer dann schon machen. Ja, Eindruck habe ich auch, ja. Der ist jetzt auch bei mir schon ein bisschen warm geworden, aber die 12 Grad schaden ihm jetzt nicht. Da kommt er auch noch gar gut. Nicht. Ja. Gar nicht. Definitiv. Ja. Gut. Letzte Frage zu dem Wein. Habt ihr da schon Erfahrungen, wie lange man den auf der Flasche halten kann oder soll oder muss? Natürlich soll er gleich getrunken werden, aber so wie fast alle Weine bei uns, halbes Jahr mal auf der Flasche ruhen lassen. Das kann ich jetzt bei dem Wein nicht machen. Bei den Lagenweinen haben wir das jetzt so, dass wir das ein Jahr auf der Flasche ruhen lassen, bevor er in den Verkauf kommt. Bei den Handwerken geht es direkt in den Verkauf. Aber den tut es auch gut, ein halbes Jahr. Also wir haben ja den jetzt fast dreiviertel Jahr auf der Flasche
Und ich bin eigentlich richtig traurig, dass ich den jetzt, dass ich jetzt selber nur mehr 400 Flaschen von dem habe. Und weil jetzt fängt er an, Spaß zu machen. Also halbes Jahr warten, natürlich auch gleich trinken, aber halbes Jahr warten und dann fünf Jahre, also kein Problem. Okay. Weil ich ihm ja die Zeit im Keller gegeben habe. Super. Auf der Vollhefe. Ja. Gut, dann kommen wir zum dritten Wein. Und zwar ist das jetzt schon quasi von deiner Top-Range, das sich eben jetzt quasi auch an dem Etikett sich erkennen lässt. Zum einen hast du da, glaube ich, in den meisten Fällen eine rote Kapsel und verwendest natürlich dann auch, was heißt natürlich, das Thema wollte ich jetzt, wie gesagt, nicht aufmachen, ich lasse es jetzt auch, hast du aber hier auf jeden Fall einen Korken. Es bleibt bei der Schlegelflasche. Aber du hast jetzt eben dieses Etikett, was jetzt mehr an so eine Banderole erinnert. Und vorne sehr nüchtern gehalten, aber der Name in Rot. Also wir haben jetzt den Steiner Schreck aus dem Kremstal natürlich. Und auf der Rückseite steht da ein bisschen mehr. Da gehst du ein, das wirst du jetzt aber gleich auf der Tonspur auch nochmal machen. Was der Schreck ist und wir haben jetzt hier den 2018 und jetzt muss ich es noch kurz sagen, weil du es im Vorgespräch gesagt hast, du bist kein Freund davon, aber jetzt schreibst du hier auch Kremstal DRC mit drauf. Ja, das ja ein bisschen mitspielen muss man ja mit dem ganzen System und es gibt ja Verkostungen, die halt auf Kremstal ausgerichtet sind und es kommt aber in naher Zukunft, dass nur mehr Kremstaler Weine die Herkunft draufschreiben dürfen. Deswegen mache ich halt hier auch mit bei dem Kremstal DRC. Okay. Wobei ich jedes Jahr zittere und Panik habe, wenn ich sie einreiche zur Prüfstelle, also zur, in Deutschland heißt das AB-Nummer. Bei uns ist Qualitätsweinkontrolle, Prüfung. Wo ich immer zittern muss, okay, schmeckt es jetzt diesen Herrschaften oder schmeckt es denen nicht? Ein, zwei Weine gehen jedes Jahr durch, also nicht durch. Mir ist es egal, wir lassen dann halt vorne ein paar Buchstaben weg und im Text auch die Herkunft und verkaufen das weiter, weil das, warum sollen 6 Personen über meine Qualität entscheiden? Ja, also über die Sinnhaftigkeit und Aussagekraft der Geschmacksprüfung, sei es jetzt beim DLG oder bei euch oder wo auch immer das stattfindet, haben wir ja hier auch schon öfters diskutiert, unter anderem ja auch mit dem Matthias Deppisch, ich weiß nicht, ob du den zufälligerweise kennst, Demeter Winzer aus Franken eben, der auch gezwungen ist, viele Weine dann aus fränkischen Landwein zu etikettieren, genau aus dem Grund. Ja, was sofort auffällt im Glas, ein sattes Gelb, viel dunkler wie jetzt der Handwerkswein, fast schon ja so Bernsteinfarben vielleicht sogar oder so einen leichten Kupferstich hat man da in den Reflexen auch. Aber vielleicht sagst du mal grundsätzlich zu der Qualitätsstufe, zu der Qualitätslinie generell noch was, wo er auch rein optisch sich schon unterscheidet zu den anderen. Also wenn du jetzt die Flasche siehst, also wir haben hier die antikgrüne, antikblaue Flasche, Entschuldigung, die antikblaue Flasche, die man eigentlich von der Mosel kennt. Bei uns wurde sie auch verwendet. Also ich habe in der Vinothek habe ich Flaschen, die mein Urgroßvater, Botellenflaschen, also mein Urgroßvater war der erste 075 Flaschenabfüller hier in Krems. Also das liegt schon ein bisschen in der Familie, dass man immer was anderes machen will oder was Neues entdecken möchte. Und somit habe ich dann damals entschieden, wie wir 2010 mit dieser Lagenselektion begonnen haben, wollte ich auch unbedingt in die antike blauen Flaschen, also traditionell sein. Genauso wie ich es vorher erzählt habe, ich möchte die Weine so machen, wo ich glaube, so haben sie vor 80, 100 Jahren geschmeckt. Und da gehört halt einfach diese Flasche dazu. Der Kork. Kork ist mir da auch sehr wichtig, ist auch sehr traditionell. Die Zinkkapsel gab es auch bei uns früher. Also ich habe
auch Zinnkapseln von meinem Urgroßvater noch herumliegen. Also die haben wirklich sehr viel Geld ausgegeben für die Flaschen. Und das Rot-Weiß-Rot auf der Etikette soll jetzt, und das schräge Etikett soll jetzt nicht an Löwenstein oder an Rheingau, hilf mir schnell, Demeter-Betrieb, Superweine, das stehe ich wieder an. Komme jetzt auch nicht drauf, ne? Habe ich vergessen. Jedenfalls anders verkehrt halt. Ja. Das schräge Etikett soll halt einfach, soll der Gedanke sein, schräger Wein, schräger Gedanke, Riesling zu machen. Und vorne möchte ich auch nicht die Sorte draufstehen haben, sondern die Herkunft. Und das ist hier Riedsteiner Schreck. Also Riede ist der alte Name für Lage bei uns. Mhm. Und hinten steht halt ganz klein drauf Riesling, weil hier geht es mir wirklich um die Herkunft. Und Riesling, haben wir schon besprochen, ist die beste Sorte für Terroir zu zeigen. Mhm. Genau. Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil die Flasche ja einem dann schon sehr viel sagt. Ne? Also ich meine, du machst es ja sehr bewusst und versuchst ja auch schon in der Flasche was auszudrücken. Gesundheit. Aber, ja, sehr gerne, danke. Aber die Diskussion, dass wir die Rebsorte nicht mehr vorne draufschreiben, die ist in Deutschland auch so ein bisschen am Aufkommen. Und ich glaube, es war in der Pfalz Bassermann Jordan, die jetzt auch überlegen, Riesling wieder wegzunehmen und die Herkunft im Mittelpunkt zu stellen, weil es ja früher auch den Rheingauer Wein gab, zum Beispiel. Jetzt haben wir ja gerade, habe ich die Pfalz gerade erwähnt, aber im Prinzip ist die Idee dahinter ja, dass der Ursprung für einen Stil steht, wo die Rebsorte ja Mittel zum Zweck ist und nicht der Aufhänger ist. Ja, der ist wichtig, klar, aber ist halt nur ein Einflussfaktor von vielen. Und die Stilistik ergibt sich aus dem Zusammenspiel der einzelnen Faktoren, die eben einzigartig oder typisch für die Ursprungsbezeichnung sind. Aber es ist natürlich gerade jetzt im deutschsprachigen Anbaubereich, der halt sehr Rebsorten fixiert ist und auch der Kunde sehr Rebsorten fixiert ist, ist es ja schon so ein bisschen ein Wabonspiel auch, oder? Bei uns eigentlich nicht. Bei euch jetzt nicht, weil es klar ist. Wir machen es seit Anfang an, machen wir es so. Ja. Also ich, und die Leute, die die Flasche sehen, also die kosten ja auch etwas mehr, die das kennen und so, da ist wirklich die Herkunft wichtig. Die kaufen nicht den Riesling, sondern die kaufen dann Schreck, Geisberg, Pfaffenberg oder was ihnen halt schmeckt. Ja. Aber die bei dir landen, sage ich mal, denen ist ja bewusst, dass du ja auf Riesling setzt. Und ich glaube, dass da eher das Thema ist, jetzt vielleicht im nicht direkten Abhofverkauf, sondern die Gefahr, wo man das sieht, ist halt im Lebensmitteleinzelhandel. Wenn da die Rebsorte beim deutschen oder jetzt auch eben österreichischen Wein nicht draufsteht, weil einfach die Bekanntheit oder die Idee der Ursprungsbezeichnung bei uns halt ein bisschen verloren gegangen ist, man sich halt zu sehr auf die Rebsorte fixiert hat. Aber ich finde es gut, absolut. Ja. Ja, erzähl uns was über die Lage noch. Steiner Schreck. Ja, Steiner Schreck liegt direkt hinter Stein, kann man sagen. Also Kellergasse hinauf die Fläche wurde jetzt ein bisschen vergrößert durch diese Zusammenlegung, wurde jetzt auch das Plateau oben, was früher Goldberg war, wurde jetzt dann dazugenommen. Ob das notwendig war, muss ich jetzt nicht erklären. Ich finde es halt, ist einfach zu groß geworden. Also für mich der typische Schreck ist eine nach Süden oder nach Südost oder Südwest ausgerichtete Terrassenanlage. Und der Name Schreck, also hinten auf dem Etikett haben wir immer so kleine Geschichte dazu, warum der Name jetzt Steiner Schreck ist. Bei Steiner Schreck habe ich jetzt wirklich im Kopf drei Geschichten, warum das jetzt Steiner Schreck heißt. Also die erste, was ich glaube, was sie gesagt haben, die Winzer, weil früher gab es ja keine Straßen, wo man rauf hat, man musste ja alles zu Fuß raufgehen. Und ich glaube, die haben gesagt, es ist schrecklich zum Bewirtschaften, weil es so steil ist. Ja. Und der zweite Name kommt vom Erschrecken, also das ist auch die Geschichte am Etikett. Bei uns gibt es ja drei Kirchen im Ort,
die Frauenbergkirche ist, die am Berg oben steht, und das ist auch die einzige Kirche mit einer Wohnung. Also in der Kirche hat jemand ganz oben gewohnt, unterhalb der Uhr. Die Leute oder die Familie, die was in dem Turm gewohnt haben, haben nicht nur die beim Feuerschau gemacht, also im Mittelalter schaut aufs Feuer, sondern die haben auch geschaut wegen Traubendieben. Und wenn man runter durch die Stockkultur war, halt alles sehr eng bepflanzt. Und wenn man niemand gesehen hat, dann hat man halt einfach runtergerufen, ich sehe euch, ich sehe euch. Und dann haben sich die Traubendiebe erschreckt und sind davon gelaufen. Okay. Und die letzte Geschichte, was ich gehört habe zum Steinerschreck, die wird wahrscheinlich wahr sein. Das passt auch zum alten Schweden oder zum jungen Schweden. Beim Stein wurde ja im 30-jährigen Krieg von den Schweden zerstört und sie sind über die Schreck, über die schnellste Anlage, sind sie in Stein einmarschiert und haben somit alles zerstört. Also ich glaube, schrecklicher Berg passt besser zu dem. Und das möchte ich jetzt wieder gut machen mit einem sehr schönen Riesling. Ja, gut. Ja, späte Genugtuung, ja. Genau. Und weinbautechnisch, was zeichnet die Lage aus? Geologisch gesehen, also habe ich schon erwähnt, die Lage zeichnet sich aus, dass Terrassen nach Südost und Südwest zeigen. Also Südwest eher sehr heiß und warm, Südost spät, geht früher in den Schatten hinein. Also wir haben in dem Wein jetzt beide Seiten vom Schreck. Geologisch ist es Gneisboden wieder, aber mit Eisenanteilen, also sehr roter Gneis. Und spätreifend möchte ich gar nicht sagen. Den ernten wir eigentlich, wenn wir die Lagenweine ernten, das ist dann immer eine komplette 10 Tage. Also wir beschäftigen uns dann 10 Tage lang nur mit den Riedenweinen. Und das ist der vierte, den wir immer ernten. Ja, genau. Okay. Beim Jahrgang 18 ist so, es steht auf jedem Jahrgang steht 12,5 drauf, was ich draufschreiben musste, weil bei DRC Kremstal ein Riedenwein muss 12,5 haben. Das ist schon mal ein Grund, warum ich kein DRC-Fan bin, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen ändern. Also der Wein hat jetzt 12,1, also ich hätte jetzt lieber 12 drauf geschrieben, aber dann dürfte ich nicht den Riedennamen draufschreiben. Ja, interessant, was man alles zu einem Wein eigentlich erzählen kann. Schon, gell? Ja, die Machart ist ja auch wieder anders, komplett. Also noch freakiger als beim Handwerk. Also da reden wir jetzt schon von 2 Tagen Maischestandzeit bei dem Jahrgang. Und 5% Bärenanteilen wurden mit vergoren und draufgelagert. Und alle 18er wurden dann am 17. September 2019 abgefüllt. Also sie waren dann knapp 11 Monate auf der Vollhefe und auf den Bären. Und in den Verkauf kamen sie dann im Dezember, genau, Dezember 19. Ja, also geht es auch dann um das Thema Extraktion letzten Endes, oder? Ja. Also ich bin total happy, dass wir jetzt zusammen 2018 trinken, weil vor der Krise waren wir nach einem Jahr ausverkauft und jetzt durch die Krise ist natürlich was übergeblieben und wir konnten das jetzt weiterverkaufen und ich konnte auch die Weine jetzt weiterhin probieren und so und ein Jahr und ein bisschen mehr brauchen sie schon, dass sie anfangen zum Spaß machen, also sage ich jetzt. Ja, also sehr komplexe Nase, finde ich schon mal. Und vor allem wandelt der ja auch ganz schön im Glas. Also im ersten Moment war er ganz anders wie jetzt. Ich habe ihn jetzt, weiß ich nicht, 10 Minuten oder was im Glas drin. Dann es wandelt sich mit, je mehr Luft der bekommt. Ich finde ihn weinig. Das klingt immer total bescheuert, aber er hat schon so ein traubiges Aroma, finde ich. Er hat auch was Nussiges. Ich war am Überlegen, was es war. Ich bin dann jetzt irgendwie, habe ich mich auf Mandel eingeschossen. Auch vor dem Hintergrund, dass es so im Mund, ich habe schon probiert, ich habe es fast schon ausgetrunken. Ich konnte mich jetzt kaum beherrschen, weil es wirklich extrem lecker ist. Hat es mich sogar ein bisschen am Marzipan erinnert, weil es sowas, so eine süße Komponente hat.
Liegt vielleicht auch am Restzucker, der wieder drin ist. Die Pfirsich, jetzt kommt der Weinbergspfirsich raus, wenn er ein bisschen wärmer wird und mehr Luft hat. Aber die Säure ist auch wieder bestens integriert. Also für alle, die manche Rieslinge zu spitz finden, vielleicht gerade jetzt aus deutschen nördlichen Anbaugebieten wie jetzt Saale oder sowas oder Sachsen, ist das hier perfekt eingebunden. Also da würdest du jetzt die sensorischen Werte fast gar nicht glauben wahrscheinlich, ne? Vom persönlichen Empfinden jetzt her. Also wir liegen hier unter 6 bei der Säure. Ja, aber total ausgewogen, nichts übertrieben, spitz oder gar nicht. Man merkt, er ist knackig. Die Säure, man speichelt ja auch ein. Die Säure trägt auch den Wein ein ganzes Stück weit, aber ohne zu sehr im Vordergrund zu stehen. Also es ist eher eine gewisse Eleganz, die der Wein halt mitbringt, aber halt nicht zu scharf, zu schwertartig auf der Zunge, wie es halt manchmal bei deutschen Rieslingen der Fall ist. Ja. Also man muss sich schon rantrinken an dem Wein. Also das ist. Aber er macht schon auch Spaß. Also was ich halt immer toll finde, wenn sich halt so ein Wein im Glas oder im Laufe einer Flasche auch wandelt und entwickelt. Und das ist ja das, was uns dann fasziniert, dass der so viele Seiten, so viele Gesichter zeigt, abhängig von der Temperatur, abhängig wie viel Sauerstoff er hat. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der diese Weine auch dekandiert vielleicht, bevor er sie trinkt. Keine Ahnung, was da die Leute machen. Die Vorlieben sind ja unterschiedlich. Aber es ist schon einfach eine komplexe Sache. Und das ist das, was ich bei so spontan vergorenen halt auch oft finde. Das ist alles irgendwie, wirkt es mehr so aus einem Guss. Es wirkt nicht so überparfümiert, es ist mehr so ein monolithischer Block vom sensorischen Eindruck her, wo es mir auch immer schwerer fällt, so Aromen runterzurattern. Ja? Manchmal fallen dir da neuen Sachen ein oder was, wenn du gut drauf bist oder schon ein bisschen angeschickert bist. Aber da tut sich schon was im Vordergrund, gar keine Frage. Aber es wirkt für mich oft so bei diesen spontan vergorenen oder vielleicht auch biodynamisch erzeugten Weinen, dass das oft mehr so aus einem Guss ist, was unheimlich harmonisch und abgerundet ist, halt aber nicht so wahnsinnig spezifisch, aber halt auch nicht breit. Das ist so, finde ich, schwierig in Worte zu fassen. Ja. Es ist nicht verschmiert, es ist nicht breit, es ist nicht barock. Es ist einfach, wie es ist, aus dem Ganzen rausgeschnitten, ohne überkandidelt zu sein und trotzdem hat es Ecken und Kanten. Also irgendwie ein ziemlicher Spannungsbogen, finde ich. Ja, also das ist auch meine Idee dahinter. Deswegen bei Verkostungen, wenn jetzt neue Gäste oder Kunden, die was eigentlich noch nie was mit unserem Wein zu tun gehabt haben, erkläre ich es gerne so, dass halt, ich sage, unsere Weine sind halt von Anfang an nicht oben, sondern sie sind in der Mitte und dafür bleiben sie dann jahrelang in der Mitte. Also diese übertriebenen Fruchtaromen und Geschmäcker und so, die haben die Weine einfach halt nicht, weil durch die Spontangärung und durch die Zeit, was wir ihnen geben, also sie waren sicher schon mal aromatischer im Keller, aber das geht dann natürlich auch mit der Zeit, mit den Monaten weg, dass sie dann einfach unsere Weine starten in der Mitte und dafür bist du dann nicht enttäuscht, wenn du den 2-3 Jahre später aufmachst. Weil wenn du den im ersten Jahr aufmachst und okay, wow, super fruchtig, super Aromen und dann 2 Jahre aufmachst, dann bist du enttäuscht, weil du die Erwartung hast, dass er so schmeckt wie im ersten Jahr. Deswegen sind unsere Weine dann auch im ersten oder im zweiten Jahr jetzt, wo wir den in den Verkauf bringen, sind sie dann im Mittelfeld und dafür halt dann die nächsten paar Jahre. Also die Verkoster sagen, unsere Lagenweine und so halten schon 20 Jahre. Ich selber habe die Erfahrung nicht, mache das erst seit 2010 jetzt mit diesen Lagenweinen und ja, schauen wir mal, was in 10 Jahren ist. Ja, ich habe es ja schon erzählt, ich habe noch von den, jetzt weiß ich die Lagebezeichnung nicht mehr, aber von 2012 habe ich noch 2 Flaschen da im Keller. Na, das war Steinzeug, oder? Steinzeug, ja, genau. Gut, das ist die Lagen-Cuvée, kann man sagen, ja. Mhm. Ja. Preis, sag uns noch was zum Preis bei der Flasche. Die Lagenweine liegen alle derzeit bei 24 Euro. Ja, das ist ein super Preis. Ne?
Und also, weil wir gerade beim Thema sind, Preis und Einkauf, also die kriegt man auch alle bei dir direkt wahrscheinlich, oder? Also du hast einen eigenen Online-Shop? Wir haben seit November einen eigenen Online-Shop und da bekommst du alle aktuellen Weine. Also bei den Lagenweinen gibt es jetzt eigentlich nur mehr Pfaffenberg, Geisberg, Schreck und die anderen fünf sind schon ausverkauft. Und ja. Und auch Deutsche können bei dir kaufen. Ja, Deutsche können auch kaufen, aber sie können auch natürlich danach googeln und sie werden einige, glaube ich, einige Partner von uns finden, die auch die Lagenweine haben. Und ich sag mal, die 1 Euro, 2 Euro, was der Kollege oder der Partner mehr verlangt, glaube ich, tut niemandem weh. Also unterstützen wir auch Partner damit. Ja. Nichtsdestotrotz, auf meiner Homepage und in den Shownotes ist dann dein Online-Shop verlinkt, dass man es dann direkt bei dir kaufen kann. Oder man besucht dich einfach, oder? Vor Ort kann man es ja auch kaufen. Genau, ja. Und verkosten. Also wir haben alle Weine offen. Das ist kein Problem. Perfekt. Dann bewegen wir uns auf die Zielgerade zu. Ein Wein haben wir noch. Und zwar natürlich auch wieder Riesling. Und jetzt haben wir den Pfaffenberg. Auch wieder ein Riedenwein, das heißt von der optischen Aufmachung her ist es zunächst jetzt mal identisch, bis natürlich auf den Riedennamen, der einfach vorne mit der roten Schrift auch im Vordergrund steht. Und hinten hast du dann eben auch nochmal die Lage ein bisschen beschrieben. Und wie du es gerade schon erklärt hast, hat der Wein auch 12,5% Alkohol. Dann erzähl uns doch was von der Lage noch. Ja, also der Pfaffenberg ist eigentlich ja so wie der Steiner Hund. Sehr berühmte und bekannte Lage oder Riede, auch wegen Riesling. Also hier ist auch extrem viel, oder ich glaube, dass 80% mit Riesling bepflanzt ist. Und auf dem Berg sind einige sehr namhafte Winzer auch zugange. Wenn man jetzt aus der Wachau zum Beispiel Weingut Knoll, Bichler, Grutzler, Schwiegersohn vom FX Bichler, hat hier Flächen, macht auch zwei ganz tolle Weine daraus. Dann sind noch ein paar kleinere Wachauer Winzer dort, Weingut Stadt Krems, nein, Göttweig, Stift Göttweig, das Weingut, auch bekannt, hat hier jetzt seit neuestem Riesling, die haben sie auch ganz schöne Terrassen neu ausgepflanzt. Und was haben wir noch? Salomon, den du letztes Mal hattest im Podcast, den Wein. Weingut Salomon hat den größten Anteil hier. Und und dann wir. Und das Schöne daran, wir haben eigentlich die letzten Terrassen von dem Weinberg, aber nicht oben am Berg, sondern unten. Mhm. Unten an der Donau haben wir die letzten halben Hektar und ganz kleine Terrassen, sehr eng gepflanzt, also ein Meter breit, kann man sagen, ist ausgepflanzt und auch sehr alte Weinstöcke, also vom Biss steht eben in unserem Prospekt drinnen. Ja, Boden ist Gföhler Gneis, also das ist nicht ein dunkler, sondern ein heller Gneis, auch sehr viel, ein bisschen mit, was kann man sagen, ein bisschen Marmor ist drinnen und dann aber ganz wenig eigentlich und viel Katzengold, also so goldschimmernder Gneisboden. Und dadurch, dass dort an der Kante liegt, haben wir das Glück, dass eigentlich dort immer der Wind geht. Also die Donau hat ja extrem viel Zug, nicht nur der Fluss selbst, sondern auch zieht halt viel Wind mit. Und deswegen ist hier unten die Terrassen sehr, sehr windig und kühl eigentlich. Ja, Ja, ich habe ihn schon eingeschenkt. Auch wieder auffällig noch dunkler in der Farbe. Der ist tatsächlich jetzt bernsteinfarben mit kupferfarbenen Reflexen. Also nochmal ein gutes Stück dunkler wie jetzt der Schreck. Und die Nase flasht mich ja total. Das ist ja total krass. Also ich habe es jetzt gerade versucht, wieder einzuordnen. Also es ist flintig, es hat fast was Rauchiges, ich würde sogar sagen torfig. Mich erinnert es tatsächlich ein bisschen an Islay Whisky, weil es so rauchig daherkommt, so torfig. Ist aber auch Pflaume mit dabei. Aber dieses flintige, rauchige, torfige,
steht jetzt für mich erstmal im Vordergrund. Traubig ist es auch wieder, aber es sind so dunkle Obstsorten. Also Pflaume fand ich jetzt einfach da das Naheliegendste. Und im Mund ist es nochmal eine Geschmacksexplosion von einer ganz anderen Kategorie. Also die dunkle Farbe kriegen Sie bei uns durch den langen Kontakt mit der Mesche und dann natürlich auch mit dem, dass sie unterschiedlich lang gären. Also gemacht ist ja genauso wie der Pfaffenberg. Also ich mache ja alle Weine gleich, damit ich, also ich den Anfang mache ich gleich, weil die Gärphase kann ich ja nicht unterstützen oder will ich nicht unterstützen. Das darf jeder Wein selbst entscheiden. Jetzt zum Beispiel gern noch immer 19er habe ich schon abgeschwebelt vor 2 Monaten. Die gären jetzt noch immer, aber die müssen jetzt in den nächsten 2 Wochen fertig sein. Also gestern habe ich eine Weinprobe gehabt im Weinkeller und da habe ich schon gemerkt, also jetzt kommen sie dem Ende zu, was mir auch ja passt, weil die Ernte steht vor der Tür, yeah. müssen wir wieder zumachen, die Tanks wieder reinigen und die Keller dann die Tanks wieder zumachen. Genau, und deswegen auch die dunklere Farbe, weil sie ja mit dem Schwefel nicht, sie werden dann mit dem Schwefel nicht überladen. Also sie bekommen einmal Schwefel und bis zur Füllung, also Schreck, glaube ich, war als erstes fertig. Ich kann jetzt nicht genau das Datum sagen, war es jetzt März oder April. Und halt bis zur Filtration haben sie wahrscheinlich dann 0 Schwefel gehabt. Mhm. Und das macht es dann aus, dass sie dann etwas dunkler werden. Aber ich finde, der Wein darf auch seine Farbe haben und absolut. Er ist auch sehr stoffig. Also er hat mehr Grip wie jetzt der Schreck. Also er kommt, hat auch mehr Extrakt vielleicht insgesamt. Mhm. Hat auch einen anderen Belag im Mund. Wirkt ein bisschen rauer, ein bisschen ist mehr samtig. Vielleicht, ich will jetzt nicht von Tanninen sprechen, aber eine gewisse Stoffigkeit ist auf jeden Fall. Ja. Wie würdest du das beschreiben? Weil es mir echt schwerfällt. Also man hat so herbe Noten noch, da kann man sich vielleicht noch an irgendeine herbe Frucht erinnern. Mangostin hatte ich jetzt noch ein bisschen. Mich erinnert es ein bisschen, vielleicht wird es blöd, ich bin total schlecht mit diesen Aromen. Früher war ich gut drauf, aber ich habe mit diesen Aromenbeschreibungen bei Verkostungen aufgehört, weil jeder andere Empfindungen haben. Ja. Ich erzähle lieber mehr für die Herkunft und wo es herkommt und wie es gemacht ist. Jeder soll seinen eigenen Geschmack. Aber ich habe irgendwas von Schokolade, also Tiramisu habe ich da ein bisschen jetzt, also total komplett was anderes. Ja. Vorher war ich vielleicht kurz bei einem Melange, also mit Kaffee mit ein bisschen Schokolade drüber. Bei der Frucht. Auch gut. Irgendwas Geröstetes ist aber mit drin, finde ich. Frucht ist Apfel, Brand, also wie heißen die gebrannten Äpfel? Ja, genau. Ich habe auch gerade überlegt, der aus der Normandie, der Apfelbrandwein. Wie heißt denn das gleich wieder? Wie nennen die das denn dann? Ah, du meinst, die verkauft auch früher. Akuza. Naja, wenn ihr, liebe Hörer, schaut einfach nach. Es gibt einen Apfelschnaps und Wein aus der Normandie. Der Name uns jetzt beiden nicht einfällt. Papidou, glaube ich, ist ein relativ großer Hersteller mit so einer typischen gelben Etikett in so einer braunen Flasche. Ich komme jetzt nicht drauf. Naja, sei es drum. Aber es ist, so Bratapfel. Gab es ja auch vom Behrensen mal, aber es ist jetzt die billigste. Aber ohne jetzt weihnachtlich zu wirken, also das hat jetzt nichts. Aber so der eigentliche Bratapfel, wie man es selber gemacht hat, vielleicht früher mal so im Lagerfeuer in der Alufolie oder sowas, kommt da schon mit rein. So saftig auch, so richtig. Saftig, ja. Vielleicht Saft. Vielleicht auch ein bisschen so was Flambiertes. Also es hat schon was Flintiges, Rauchiges, Röstiges, ist auf jeden Fall mit drin, ohne jetzt die Frucht da total platt zu machen. Also finde ich am spannendsten, den jetzt von dem, die zwei, wo wir jetzt probiert haben. Hm. Weil er halt vielleicht noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten hat wie der erste. Ja. Ein bisschen mehr edgy, könnte man vielleicht sagen. Hm.
Wenn du möchtest, könnten wir eigene Lagen-Riesling-Verkostung machen mit 19 zum Beispiel, wenn wir das dann nächstes Jahr machen, wenn es dann über eineinhalb Jahre dann gelegen sind. Also können wir gerne machen. Dass du mal siehst, wie die Unterschiede sind. Eine Gruppenveranstaltung machen, wenn du da Kunden hast, wo du sowas in der Runde machst und dann ein paar Hörer noch dazu holen, das können wir auf jeden Fall machen. Dann kündige ich das frühzeitig an, dass die Leute bei dir die Weine dann vorab bestellen können, dass sie da quasi mitmachen können. Das können wir gerne mal im Hinterkopf behalten. Ne? Mhm. Definitiv. Also das ist so ein Wein, da kannst du vor den Kamin hocken oder wo auch immer hin und bist eigentlich einen Abend damit beschäftigt, den Wein zu ergründen. Ne? Ohne jetzt dazu nerdig zu sein, aber das macht es einfach spannend, weil er fasziniert und trotzdem nicht alles preisgibt gleich. Ja. Vielleicht, ich möchte jetzt auch vielleicht dazu sagen, warum ich Bratapfel jetzt gehabt habe. Meine Flaschen sind so, die sind jetzt seit 28. offen. Mhm. Und Juli, genau. Und mir macht es viel mehr Spaß, wenn die schon mal eine Woche offen sind oder sogar länger. Mhm. Ich mache Verkostungen, mache ich, außer es muss sein, weil sie schon leer ist, mache ich nie neue Flaschen auf, weil ich der Meinung bin, so wie sie in dem Moment schmecken, so nach einer Woche, so schmecken sie dann auch in 4, 5 Jahren, wenn dem mal die Kohlensäure weg ist. Mhm. Und da geht es halt dann schon ein bisschen mehr in eine spannende Richtung. Genau. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, die so zu probieren. Ganz ehrlich, ich habe jetzt die letzten beiden mit dem Couramar aufgemacht, weil ich habe jetzt schon 3 Flaschen offen und die besonderen Weine wollte ich mir jetzt nochmal aufheben, aber ich werde das auf jeden Fall testen, wie sich die im normal geöffneten Zustand dann entwickeln. Auch die beiden parallel nochmal verkosten, ne? Definitiv. Ich kann mir den letzten Wein zum Beispiel, fällt mir eine perfekt zum Creme Brûlée vorstellen. Dieses flambierte Karamell-Dingens obendrauf, das glaube ich passt ganz gut, ja. Ja. Sind wir wieder bei dem Brandigen, ja. Also nicht brandig vom Alkohol, weil haben wir auch nicht viel. Geröstet, karamellisiert irgendwie, ja. Aber ich kann mir nur vorstellen, das kommt wirklich nur vom Terroir so. Also Pfaffenberg 19 geht auch wieder so leicht in diese Richtung. Mhm. Ich reiche das einfach nach, liebe Hörer, wie zum einen mein Lieblingswinzer aus der Südpfalz heißt. Jetzt fällt es mir ein, Fritz Becker. Ah ja, genau, Fritz Becker. Mit dem Fuchs und wie der französische Apfelwein heißt, das reiche ich dann einfach nochmal nach. Jetzt im Abspann werde ich es gleich euch dann verraten. Ja, lieber Orban, haben wir irgendwas vergessen? Wir noch ergänzen müssen? Ja. Von der Geschichte her, das mit Schweden haben wir erklärt. Also das Weingut gibt es seit 1424 und seit 1786 betreibt es die Familie meiner Mutter. Und ja, das haben wir nicht gesagt. Also wir sind schon, also es gibt bald 600 Jahre Feier hier im Lesehof. Genau. Und du bist aber offen für Publikumsverkehr, also ohne Anmeldung auch an den normalen Öffnungszeiten, wie man es auf deiner Homepage findet? Ja, genau. Richtig. Ja. Und dann vielleicht noch erwähnenswert für jemanden, der auch in der Ecke vielleicht auch mal einen Urlaub machen möchte. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, quasi Übernachtungsgäste, glaube ich, aufzunehmen. Genau, wir haben ein kleines Apartment für vier Personen. Also jetzt sind wir ausgebucht. Also ja, also wir können ständig anfangen. Also jetzt die letzten 2 Wochen, jeden Tag ist jemand da. 2, 3 Tage oder eine Woche haben wir schon gehabt. Jetzt wieder Stammgäste, was letztes Jahr schon da waren. Also ja, also. Ist uns auch in Corona halt letztes Jahr, haben wir gesagt, da steht ja alles leer, wir haben ein sehr großes Haus und wenn die Freunde schon dort schlafen können, dann können halt auch andere Gäste dort schlafen. Somit haben wir das ins Leben gerufen und in der Not kommt man plötzlich auf viele Sachen. Das stimmt, ja, genau. Aber wir sind halt gerne unter Menschen und unter vielen Leuten und deswegen passt es auch recht gut.
Ja, dann hoffe ich mal, dass da jetzt über den Podcast noch ein paar mehr dazukommen, die Interesse und Gefallen an deinen Wein finden und vielleicht sich auch auf den Weg zu dir machen. Ich kann nur sagen, ich habe die zwei Flaschen Steinzeug ja noch im Keller. Eine werde ich jetzt irgendwann mal aufmachen, weil ich bin jetzt einfach neugierig. Mich haben jetzt auch wie damals auf der Messe deine Weine angesprochen. Ich finde die stilistische Bandbreite einfach faszinierend. Ich finde die Komplexität und die Entwicklung, was sie im Glas zeigen und machen, einfach spannend. Und wenn man, wie gesagt, da schließt sich für mich der Kreis, wenn man in Österreich an Riesling denkt, dann würde ich sagen, kommt man spätestens nach 5 Sekunden dann auf deine Weine und deinen Namen. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir behalten das einfach im Hinterkopf mit der Verkostung nächstes Jahr. Und wenn die Leute Wein kaufen wollen, dann findet ihr das in den Shownotes oder auf meiner Episodenseite. Oder ihr schreibt einen Urban direkt an. Irgendwie werdet ihr schon zusammenkommen. Ich kann euch die Weine nur ans Herz legen und schaut mal über, wenn ihr Deutsche seid, schaut einfach mal ein bisschen über unsere Grenze ins Nachbarland. Dort findet man auch sehr, sehr leckere und spannende Vertreter. Dann bedanke mich bei dir, Urban, für die leckeren Weine, für deine großzügige Unterstützung und dann hoffe ich, dass wir uns bald auch mal wieder in Realität sehen. Ganz bestimmt. Und ich sage auch vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, und damit sind wir nach über 2 Stunden am Ende des, wie ich finde, mal wieder sehr interessanten, aufschlussreichen und vor allem leckeren Interview am Ende. Bevor ich es vergesse, wie gerade eben versprochen, reiche ich noch die Infos nach. Zum einen, der französische Apfelschnaps ist natürlich Calvados. Meistens oder der beste kommt angeblich aus der Normandie, aus Nordwesten Frankreichs. Und Calvados, wenn ich ehrlich bin, zählt auch zu meinen Jugendsünden. Wir haben das als ältere Teenager gerne und oft und auch in raueren Mengen getrunken. Deswegen ist mir wahrscheinlich das Wort auch nicht sofort wieder eingefallen. Und zum Zweiten, ja, ich habe es auch nochmal nachgeschlagen, das erwähnte Weingut einer meiner liebsten Pfälzer Winzer, die ich auch persönlich schon besucht habe, ist eben Friedrich Becker. Alle seine Weine gut zu erkennen an dem Etikett mit dem Fuchs drauf. Das Weingut befindet sich in Schweigen, gerade noch in Spuckweite zur französischen Grenze. Alle Weine, die ich bisher probiert habe, waren sehr lecker und vor allem die Menschen dahinter, Friedrich Becker als Person, eine sehr beeindruckende Winzerpersönlichkeit. Wenn ihr über das Weingut mehr erfahren wollt, schaut einfach auf friedrichbecker.de nach. Ja, ansonsten, wie gesagt, war das wahrscheinlich die letzte Episode zum österreichischen Wein. Ich habe noch 2 Gesprächspartner in der Pipeline. Ob das jetzt allerdings termingerecht was wird, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ansonsten kommt auf jeden Fall die nächste Episode, das wird dann Nummer 48 sein, am 11. August heraus. Wie gesagt, ist eine kleine Überraschung für euch dann, ob es sich nochmal um Österreich dreht oder wir uns in das nächste deutschsprachige Weinanbaugebiet aufmachen. Dann bleibt mir nur nochmal zu erwähnen, die Flutkatastrophe in der Ahr. Nutzt vielleicht das Spendenkonto vom VDP. Wie gesagt, die Details findet ihr auch in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Oder wenn ihr Lust und Zeit habt, ruft bei dem Winzer eures Vertrauens an oder schickt ihm eine Nachricht, ob er händische Hilfe braucht. Wie gesagt, wir befinden uns ja jetzt Ende August. Der Sommer war zwar nass und kalt, deswegen wird dieses Jahr vermutlich die Lese etwas später stattfinden, sodass jetzt vielleicht nicht bei jedem schon der Teppich brennt, aber die Reife lässt sich nicht aufhalten, steht unmittelbar
bevor, also der Lesezeitpunkt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dann froh ist, vielleicht noch Hilfe zu finden. Wenn ihr Informationen austauschen wollt über die Hilfe an der A oder einen Hilferuf loswerden möchtet, wie gesagt, nutzt dazu gerne meine Facebook-Gruppe. Da seid ihr ja alle eingeladen, dort Mitglied zu werden. Nennt sich natürlich auch Weinverstehen leicht gemacht. Solltet ihr aber eine Hilfsorganisation repräsentieren oder ein Hilfsprojekt im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe für Weinbauern und Winzer initiiert haben, schreibt mich gerne an. Dann können wir auch sehr gerne eine Sondersendung, ein Gespräch aufnehmen, um auf die Situation im Ahrtal nochmal aufmerksam zu machen. Also meldet euch bei mir auch mal gerne wieder eine Hörerfrage, Inhalt oder Themenvorschläge, auch gerne mal aus der Reihe als Sondersendung. Folgt mir auf Instagram, weinpodcast.de heißt dort mein Account. Wie gesagt, werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe oder nutzt auch mal wieder das Plugin auf meiner Homepage weinpodcast.de, um mir eine Hörerfrage auf der Audiospur mitzuteilen oder zukommen zu lassen. Damit hoffe ich, ihr genießt die schönen Sommertage, die wir dann doch noch, geschenkt bekommen haben, sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass ihr natürlich wie immer leckeren Wein in eurem Glas habt und ich verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen aus München, euer Florian.